So. Weiter geht's. In Le Mario. In Bullet Heights. Ich glaube, es heißt Heights. Mit einem schönen Schneelevel. Alack. Geht's jetzt wieder heiß her? Schauen wir mal, was diese Superworld sonst noch so zu bieten hat. Bestimmt einiges. Und Uralbanause, yo, servus, ne? Und Julian, der Spirituelle, servus, ne? Alles klar bei dir? Hast du irgendwelche spirituellen Tipps für mich, die ich anwenden kann in meinem Leben? Fände ich doch sehr interessant. Ah, da gibt's ein Leben. Ui. Und Let's Lenny, danke für die Rose, Mann. Danke dir. Danke, ist voll lieb von dir, Mann. Und Give It All von Nobody. Danke, Mann. Danke, danke. Und Hallöchen, Nini. Ich hoffe, bei dir ist alles im Load. Okay. Ja, ich hab's gewusst, dass ich jetzt den Hit bekomme von dieser Bullet des Todes. Ist halt immer, wenn man ein bisschen Gas geben will. Das ist aber eine geile Mechanik, dass die auch nach oben und unten gehen. Dann kann man es gar nicht einschätzen. Das ist ein cooles Design. Das kann man sich vielleicht mal merken für die Zukunft. Aber das wiederum ist schon ein dubioses Design gewesen. Dass man da jetzt nicht einfach drüber springen kann, ist doch ein bisschen dubios. Man sieht nicht, was du spielst. Achso. Das ist dann natürlich ein bisschen, aber trotzdem 10 Zuschauer, das ist ja witzig. Alter Falter. Das ist ja ultra witzig. Haben wir jetzt auch Bild? Sind wir jetzt auch im Bild fake? Bildfake? Seht ihr ein Spiel? Oder seht ihr nur meinen Kommentar, meinen dummen? Alter Falter, Mann. Game Name. Das ist Horizon Forbidden West, aber für die Switch. Jetzt, ja, man sieht's. Cool. Jetzt seid ihr auch mal live dabei. Jetzt habt ihr gar nicht gesehen, wie ich gestorben bin. Das ist aber schade. Das ist aber schade, das hätte ich mir doch gewünscht, dass ihr das seht, dass ihr dann live dabei seid, wenn ich schon mal sterbe. Das war nämlich echt ein richtig witziger Tod, der sah echt richtig witzig aus. Echt schade, dass ihr den verpasst habt, Mann. So, Alter, ich kann hier auch in die Pipe rein wahrscheinlich, oder? Und es ist ja schön, dass man jetzt auch bewegte Bilder zu meinen Kommentaren sieht, aber umso witziger. Es sind trotzdem noch 10 Leute dabei waren, Mann. Obwohl man eigentlich gar nichts gesehen hat von dem, was ich mache. Nur mein dummer Kommentar. Naja. Die Macht des dummen Kommentares. Cooles Level. Gerade mit den Kanonen, die da hoch und runter gehen auf der Track, fand ich sehr cool. Und Ita Andrix. Moin, was geht? Servus, ne? Alles im Lot bei dir. Gut in den Feierabend gekommen oder bist noch auf Arbeit und chillst rum und guckst mich dabei? Hm? Moin, Nils Trop. Nils Torp, servus. So, das ist auf jeden Fall eine Schneewelt, in der wir uns jetzt befinden. Das heißt, hier gibt's ganz viele Schneelevel. Und im Schneelevel, das weiß ja jeder Mario-Kenner immer, da ist der Boden als manchmal ein bisschen rutschiger. Das heißt, hier kann man öfters mal ausrutschen. Okay. Das heißt, hier muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Am besten viel springen. Das ist bei den Schneeleveln als immer recht gut. Dann rutscht man nicht ewig hin und her. Und Julian versus 04, dank für die ganzen Geschenke, Mann. Ich wäre schon wieder ganz rot, Leute. Das ist der Hammer, was ihr hier immer am Schenken seid, Mann, Leute. Das macht mich immer ganz verlegen. Force Damage? Shit, den hätte ich könnt... Ah ne, warte mal, der fällt, glaube ich, runter. Warte mal. Look, der geht einfach so. Doch kein Force Damage.
Muss nur ein bisschen sein Gehirn benutzen und dann funktioniert's manchmal. Kann ich mal nach unten? Ah, den 30er hätte ich eigentlich gern noch gehabt. Schade. Schade, Schokolade. Ist der Retro-Modus dasselbe Spiel? Welcher Retro-Modus? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Retro-Modus von Horizon Forbidden West? Das ist dasselbe Spiel. Nur ein bisschen anders. Und moin, Kolksen CR7. Servus, ne? Alles im Lot bei dir. Gut in den Feierabend oder in das Schulende gekommen. Oder bist du noch in der Schule und guckst mich dabei? Cooles Level auf jeden Fall. Cooles Level. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, es ist okay für euch, wenn ich es mir mal ein bisschen bequem mache hier auf meinem Stuhl und nicht so gerade da sitze, sondern eher meine Füße sind praktisch unterm Schreibtisch, aber halt in Höhenlage. Nicht normal unterm Schreibtisch, sondern die haben eine kleine Ablage gefunden. Und diese Sitzposition ist gerade für mich göttlich. Deswegen müsst ihr jetzt mal kurz leben, dass ich ein bisschen tiefer gelegt bin. Und Julian Versus, danke für die eine Rose, Mann. Danke dir. Weiß ich echt zu schätzen. Das ist echt der Hammer, ey. Liebe deinen Conan, liebe Grüße. Danke, Mann. Danke. Danke. Finde ich. Eben, mir macht's auch Spaß, den Content zu machen. Auf jeden Fall. Ich lieb das. Ist recht cool. Ups. Puh, da hätt's mir beinahe die Haare weggefackelt. Den Megakuba lege mal lieber mal auf die Seite. Weil der hat leider das Problem, dass der irgendwann aufsteht und ich das als nie richtig raff, wann der aufsteht und dann sterbe, wenn ich den in der Hand rumtrage. Das ist ein bisschen das Problem von dem Megakuba. Okay. Pilzi haben wir auch noch. Und my name is Michelle. Danke für die Rosen, Mann. Danke. Weiß ich echt zu schätzen. Danke, 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 Michelle. Okay. Autoscroll-Level? Ich finde es immer unglücklich gelöst, wenn ein Autoscroll so langsam ist. Weil da kriege ich immer, da juckt es immer unter den Fingernägeln und man denkt, mach jetzt bitte, Level, gib Gas, wir müssen Gas geben. Mein Bruder hat mal ein Level gebaut, möchtest du es spielen? Levelcodes immer gern in den Kommentaren, in irgendeinem Video, das sehe ich dann und dann gucke ich mir das Level an und spiele es dann, wenn ich Lust drauf habe. Komm, die nimm mal. Shit, den kriege ich jetzt. Mr. Close, hat das Spiel kurz geruckelt, oder? So kann ich das Clown-Kites nehmen und dann den Weg hoch. Recht geil gemacht, ey. Michelle, männlicher Name, aber ist okay. Ja, Michelle oder Michel? Das ist die große Frage. Bist du täglich live? Momentan schon, aber ich habe keinen richtigen Streamplan. Das heißt, ich bin mal live. Und mal bin ich nicht live. Ich bin noch mal um 3 live. Und mal bin ich um 5 live. Und mal bin ich mitten in der Nacht live. Und spiel Horizon Forbidden West mit einem Zuschauer. Dann lieber Michel. Okay. Ja, Michel ist aber auch noch falsch. Michel ist doch auch ein schöner Name. Und Oli Omerate. Ich feier deine Videos. Danke, Mann. Danke. Cool, dass du mal den Stream reingefunden hast. Eben, mir macht es auch relativ viel Spaß. Das heißt, relativ kann man eigentlich weglassen. Mir macht's echt Laune. Ich hab da echt Bock drauf. Da müssen wir ein bisschen aufpassen auf den Hammerbrüder. Der wirft immer seine Hammer um die Gegend. Seine Hämmer. Da gibt es schon den ersten Checkpoint, den können wir mal einsnacken. Und das ist echt ein guter Trick, also gerade im Eisland oder in den Eiswelten, da immer relativ viel springen, weil dann rutscht er nämlich nicht mehr so. Da hat es mich beinahe gejodelt. Soll man den töten? Ey, komm. Wir lassen dich mal leben. Weh, du hittest mich jetzt mit deinem komischen Hammer. Scheiße. Ups. Ich wollte doch nicht mehr fluchen. Haben wir schon das Ziel, oder? Bitte schön, Herr Cooper.
Und Oli Omera. Ich hoffe, Ali Omera. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Danke für die Rose, Mann. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus dem Zwergenland. Sieht man das nicht? Siehst du, wie groß der Stuhl ist hinter mir? Ich bin so klein. Ich bin aus dem Zwergenland entkommen. Aus welchem Land kommst du? Oh, jetzt kommt schon das Schloss, das finale Schloss. Knödel, hast du einen Lieblingsfilm? Ja, habe ich in der Tat. Warum fragst du? Nee, habe ich. Und zwar, ich finde Fluch der Karibik, finde ich mega gut. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ich bin halt auch schon ein bisschen ein älterer Schlag, ne? Aber Shutter Island finde ich richtig gut. Und ich habe eigentlich vor 5 Jahren so, hatte ich so eine Horrorfilm-Phase, sage ich mal, wo ich voll auf Horrorfilme abgefahren bin. Und ja, da habe ich diverse Horrorfilme kennengelernt, die sehr gut waren. Gerade Sinister, also der erste Teil, Leute, wer Horrorfilme mag. Sinister, Leute, müsst ihr mal angucken. Ich krieg jetzt dafür nicht kein Geld, ne, aber der Film ist echt richtig gut für Horrorfilmfans. Ich will da jetzt auch gar nichts dazu sagen. Es geht halt um Kinder. Die sind sowieso schon Horrorfilme, nicht. Es geht halt um Kinder und um eine Geistergestalt, sag ich mal, um einen Autor, der probiert irgendwas aufzudecken, ein bisschen Detektiv ist, auch zusammen mit der Polizei dann probiert irgendwelche Sachen zu lösen, sag ich mal, aber eben, mehr will ich jetzt nicht sagen, weil das spoilert dann wahrscheinlich auch wieder zu viel. Und Luca, danke für die Rose, Mann, danke. Weiß ich sehr zu schätzen, Mann. Danke für die Rose, Luca. Ich weiß ja nicht, was du als alt empfindest, aber ich kenne Shutter Island. Okay. Du? Ab Ü30? Ab Ü30, da ist man alt, oder? Bei Frau ist noch schlimmer. Die haben das alte Schachtelfest schon mit 25. Uiuiuiui. Schachtelfest mit 25, da geht's los. Da kann man dann nicht mehr punkten mit dem Body. Da muss man dann auch mal ein bisschen Charakter zeigen. Und wir Männer, wir müssen ja immer Charakter zeigen. Unser Körper wird selten bewundert. Sag ich mal. Leider. Außer man ist Bodybuilder oder mega durchtrainiert. Aber wenn man ein bisschen eine Plauze hat, dann wird's schwierig. Dann wird es schwierig, da Bewunderung zu bekommen. Manchmal. Okay, das sind keine. So, jetzt Checkpoint, Power-Up oder irgendwas anderes. Zum Glück bin ich erst 20. Ja, dann genieß es noch, Leute. Genießt die junge Phase und lernt was. Weil euer Gehirn irgendwann auch abnimmt. Da hätte ich doch jetzt gern Power-Up gehabt bei dem Fight, Mann. Ja, der Flügel. Ich habe Lemmy noch nie mit seinen Flügeln gesehen. Das ist ja ewig süß, wie der da rumhopselt. Aber ein heftiger Kampf ohne Power-Up, Mann. Da hätte ich mir doch einen gewünscht. Und ich hätte auch gern mal gewünscht, dass die ein anderes, irgendwie andere Fähigkeiten haben, als einfach nur diesen. Jedes Koopa-Kid kann einfach nur sich mit seinem Twist nach links und rechts bewegen. Die hätten noch geile andere Fähigkeiten verdient gehabt. Schwätzt du Schwäbisch? Tja, das ist die Frage. Das muss ich ja eigentlich wissen, oder? Ob das Schwäbisch, Badisch, Berlinerisch, Ossi-mäßig, Schweizerdeutsch, Französisch, Arabisch. Das hört man doch. Oder? Rate mal, ob Schwäbisch ist oder Badisch oder Berlinerisch. Was ist für dich nach Mario Maker das beste Mario Game? Das ist eine gute Frage, Mann. Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, ich habe mit Mario Galaxy hatte ich sehr viel Spaß. Beim ersten Teil. Fällt mir jetzt spontan ein. Und mit Mario 64 hatte ich auch sehr viel Spaß.
Also ich würde sagen, erst Mario Galaxy, der erste Teil, und danach N64. Also Mario 64. Aber auch richtig gut. Auf jeden Fall berlinerisch. Ike, Ike. Ist ja egal, woher ich komme. Ist ja egal, wie man spricht, man Leute. Das geht alles immer relativ schnell in puncto Rassismus, finde ich irgendwie. Ich gehe ja auch nicht zum Schwarzen hin und frage ihn, nee, warum bist du schwarz, woher kommst du? Irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Sehr gut, die Antwort mit Mario Galaxy hat ich mir erhofft. Das Spiel war meine Kindheit. Ja, bei mir war es halt Mario 64. Und Mario Galaxy kam dann halt später. Upp. Aber eben generell war ich selten von einem Mario-Teil enttäuscht. Selbst mit Mario Sunshine war ich auch nicht enttäuscht. Das war auch ein cooles Spiel, finde ich. Also eben, ich bin mit jedem Mario-Spiel bisher sehr zufrieden gewesen. Spielst du Legend of Zelda? Ja, spiele ich auch. Legend of Zelda finde ich auch sehr gut. Eben, das sind so die zwei Franchises von Nintendo, die ich mega gut finde. Also auch gerade Breath of the Wild oder Ocarina of Time sind so meine Favorite-Zelda-Games. Auch Link's Awakening Remake, dieses 2D-Top-Down Link Awakening, fand ich richtig gutes Remake. So richtig schnucklig gemacht halt auch. Ich habe halt das Gefühl, dass Nintendo auch oft sehr viel Liebe in seine Games halt reinsteckt, dass das alles witzig und schnucklig aussieht und so weiter. Das ist denen, glaube ich, sehr wichtig. Und das merkt man dann halt bei den Spielen auch dementsprechend. Finde ich. Und die machen das recht gut. Können sich viele Ubisoft-Spiele, sage ich mal, eine ordentliche Scheibe von abschneiden. Weil da kommt es einem manchmal so vor, als wäre es einfach nur Computer generiert oder so. Irgendeine KI erstellt irgendeine Landschaft und so. Aber ob das jetzt Spaß macht oder nicht, sieht man im Spiel nicht immer an so. Und my name is Michel. Danke. Danke für die Rosen, Mann. Und Luca, auch danke dir für die Rosen, Mann. Danke, danke. Weiß ich echt sehr zu schätzen, Mann, Leute. Ihr eskaliert hier schon wieder und schmeißt mit Geschenke um euch, Mann. Danke. Freue mich mega auf Tears of Kingdom. Das ist der Film, oder? Wo der kommt. Heißt Tears of Kingdom, glaube ich, oder? Wie viele Welten sind denn noch? Sind, glaube ich, noch 4 Welten oder so. Warum, Lisi? Willst du da einen Level einsenden oder hast du da was gebaut? Aber eben auf den Film freue ich mich auch sehr. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, Aschein. Ich meine Breath of the Wild. Ah, Breath of the Wild 2. Ich bin halt mal wieder, aber ich war bei Breath of the Wild auch schon ein bisschen skeptisch. Ich habe gedacht, das Game wird nix. Und beim Film habe ich auch schon gedacht, der wird nix. Und dann habe ich eben den Film-Trailer gesehen und habe gedacht, Alter, was wird das denn für ein geiler Film? Und bei Breath of the Wild 1 war es genauso. Da habe ich eben auch gedacht, das wird nix. Und dann habe ich angefangen mit Spielen und habe gedacht, Alter, was ist das für ein geiles Game? Und ich hoffe, dass beim zweiten Teil von Breath of the Wild, dass das da ähnlich wird. Habe ich jetzt deiner Videos angeschaut, die fehlt es so oft an Geduld. Ja, das stimmt allerdings. Nicht nur in diesem Game. Ich bin generell ein sehr ungeduldiger Mensch. Also mit Geduld spielen kannst du mich foltern. Ich will Gas geben. Ich bin gespannt, was jetzt da kommt mit Breath of the Wild. Ich hoffe, da kommt was richtig Geiles. Aber ich bin noch skeptisch, weil das ist ja eigentlich dieselbe Welt, nur du kannst jetzt dann auch irgendwie rumfliegen oder so, hieß es, glaube ich. In dem Jahr müssen wir da mal gucken, was da kommt. Aber ich freue mich eigentlich mehr auf irgendwie Mario Maker 3 oder Nintendo Maker. Sag mal,
Ich renne hier ständig im Kreis, oder? Ist das die Möglichkeit? Ich glaube ja. Ich glaube, so geht's nicht. Oh Gott. Muss ich da ganz nach oben, oder? Ist das die Türe? Das war eng. Nein! Und dann fliege ich auch noch runter. Ich Auto. Hallo Geist, ich bin ganz nah bei dir. Komm, krieg mich doch. Ernsthaft? Für einen 30er? Muss ich jetzt finden die Türe des Todes, oder? Da unten war noch eine. Okay, da geht's weiter in die Pipe rein. Ich glaube, du solltest dich gerade mal auf dein Spiel konzentrieren. Ja. Danke für den Tipp. Ich beherzige ihn mal. Da hätte ich beinahe, da wäre es beinahe abgerauscht. Okay. Schön Feuerblume, die nehmen wir auch mal mit. Let's go. Na gut, den 30er, den lassen wir mal. Aber auch wieder ein cooles Levelprinzip, finde ich. Also jetzt gegen Ende zieht sie doch echt ein bisschen an, die Superworld. Wenn du ungeduldig bist, dann wird mein Level witzig für dich. Ja, wenn ich, wenn es mir keinen Spaß macht, dann spiele ich es nicht, ne? Wie sie. Dann will ich es wahrscheinlich nicht spielen. Du musst nach oben klettern. Ja, genau. Das war the way to go hier. Deep Wood Mansion hieß das Ding. Okay. In die Pipe hinein. Und dann schauen wir uns mal die Welt an. Wickler Cave. Okay. Da haben wir schon mal einen Mushroom. Den können wir auf jeden Fall schon mal gut gebrauchen. Ein Power-Up ist immer gut. Sehr klassisch mal wieder. Schau immer süß, wie das gemacht ist mit den Wriggler. Dass die dann so richtig explodieren. Und dass denen Rauch aus den Ohren kommt, so irgendwie, wenn man einmal drauf springt. Ah, Hulk. Ja, da brauche ich ihn wieder. Kann nicht weitergehen, leider. Fies vom Timing, die Dinger. Cool. Okay, in die Pipe hinein, let's go. Ja, da krieg ich, glaube ich, die Spitze der Flagge nicht. Ah, war aber knapp, war sehr close. Hier schon mal der Code. Warte. Ich mache Bild mit meinem coolen Handy. Upp. So. Also. Ist mir mal notiert. Ich weiß nicht, ob man da jetzt heute noch dazu kommt oder nicht. Ich gehe nicht in eine Türe aus am aller Ende. Ja, genau. Das ist auch so irgendwie. Sollte man das auch so tun in Mario Maker? Weil meistens sind die Level Creator so veranlagt, dass sie dann eben dass danach irgendein Tod kommt oder so. Das kann, ist sehr oft der Fall, dass dich Level Creator dann praktisch umbringen. Wenn du durch eine Türe durchgehst. Ich glaube, die finden das witzig, obwohl sie es nicht sehen, aber
Ich finde es halt ein ziemlich grenzwertiges Level-Design irgendwie, wenn du durch eine Türe durchgehst und stirbst dann instant, ohne dass du irgendwas machen kannst. Das ist halt irgendwie kein gutes Level-Design auf jeden Fall. Okay, in die Pipe hinein, let's go. Und Fahrtsniffer, Servus, ne? Alles klar, hast du wieder hier reingefunden. Gut durch den Tag gekommen. Ja, Fahrtsniffer. Ich finde den, ich feiere den Nickname. The Fahrtsniffer. Stell mir das halt immer vor, Mann. Weißt du, man verbindet ja immer das, was man liest, dann mit den Personen. Ich glaube, du bist ja dann voll der witzige Dude, wenn du ein Fahrtsniffer bist, Mann. Let's do it. Zaubert mir immer ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich dein Nickname lese. Der Fahrtsniffer. Der Fahrtsniffer des Todes. Alter Falter. Oder im Bewerbungsgespräch so irgendwie und... Wie heißen Sie auf Ihrem Social-Media-Account? Ich bin der Fahrtsniffer. Jo, wie war dein Tag? Auch relativ gut. Irgendwie habe ich heute Morgen falsch geschlafen, glaube ich. Oder heute Nacht, mehr oder weniger. Ich habe irgendwie im Rücken Probleme, also direkt also am Hals, hinten. Hinten am Hals. Weiß nicht. Irgendwie falsch gelegen oder so, der Zugluft. Und das Baum-LP, hallo. Ist das wieder Iggy? Aber der Bossfight ist echt gut. Also die Superworld ist auch echt gut geeignet, Leute. Also kann ich euch ans Herz legen. Da haben Anfänger Spaß, da haben Fortgeschrittene Spaß, glaube ich. Für Anfänger wahrscheinlich ein bisschen härter, auch gerade die letzten Dinger. Aber sehr klassisch. Sehr, sehr klassisch und cool gemacht. Meine Map ist auch gute Übung und habe am besten Kommentare an. Ah, okay, cool, dann kann ich hier wieder was malen. Willkommen im Club, mein Rücken ist auch so hart kaputt. Der muss weniger furzen oder weniger riechen. Vielleicht kommt es durch die Bewegung beim Einatmen. Kann ja gut sein. Mein Rücken war mal exzellent am Anfang des Jahres. Aber da war ich jeden Tag auch 5 Kilometer joggen. Und das war doch echt cool für Kreuz, für... Also klar, mental geht's mir eigentlich immer gut, aber... Wenn du dann noch joggst, dann fühlst du dich einfach richtig, richtig gut sogar. Servus, guten Abend, wie geht's dir so? Kakarot Schumacher, Hallöchen, na, alles im Lot bei dir? Ja, mir geht's gut, bis auf leichte Rückenbeschwerden. Die kicken mir noch ein bisschen ins Kreuz heute. Ich hoffe, dass sie morgen weg sind. Wenn nicht, muss ich doch mal wieder Sport machen, ey. Aber ich mach's ja auch gern. Es wird jetzt dann nochmal wieder Zeit, Sport zu machen. Mein Magen, dem geht's jetzt auch wieder besser. Von dem her müsste ich jetzt langsam gesundheitlich wieder in das Gefilde kommen, endlich wieder ganz normal leben zu können, nach einem halben Jahr Probleme. Das wäre doch echt schön. Aber dann hören die Bauchschmerzen auf und dann kommen die Rückenschmerzen. Welcome. Willkommen im Ü30er-Modus. Hat man Bauchschmerzen und zack, danach kommen die Rückenschmerzen. That's life. Nee, aber ich glaube, es müsste jetzt langsam mal wieder Richtung Sport gehen. Das ist ja wichtig, Leute. Macht Sport, treibt Sport, das ist gut für Seele, Körper und Geist. Und pro Dr. Sommer, danke fürs GG, Mann. Und Firegirl, Hütüt, danke für die Rose, Mann. Und hey, Servus, schön, dass du auch mal wieder da bist. Cool, cool, Leute. Immer wieder gern. Alter, Mann, ihr seid so lieb, das ist unglaublich. Ich würde euch alle umarmen am liebsten, Mann. Und Chloe, Sophie, hi, servus, na, alles im Lot bei dir. Gut in den Feierabend gekommen. Steinblock-Ruine. Oh, oh, den habe ich jetzt fast verkrobbelt. Gerade noch einigermaßen. Also, das muss ich mir lassen. Reaktionen sind noch da. Ich glaube, das kommt durch Mario Maker. Weil die Reaktion schnell
funktioniert oft, nicht immer, aber oft funktioniert noch die Reaktion. Den 30er? Ah, hätte ich springen müssen. Schade. Und Dr. Sommer, danke für den Pan, Mann. Nein! Da konnte ich nichts mehr machen. Da war ich blind, hab den Steinblock nicht gesehen, da war er zu gut getarnt. Aber die sind hier in dem Level auch relativ gut getarnt, die setzen sich kaum von der Umgebung ab. Können sie? Da kann ich's, glaube ich, nicht. Oder nur mit viel Engagement. Hab ich aber jetzt gerade nicht. Würde mich beinahe schon wieder abgesn... Das ist halt fies, dass das ein Autoscroll-Level ist, Mann. Da sieht man die Steinblöcke erst, wenn sie einem direkt in die Fresse zünden, Mann. Okay. Cool. Da haben wir noch einen Goomba. Ich muss warten, weil nicht, dass ein Steinblock hier irgendwo von oben runter saust. Okay, er kommt seitlich, verstehe. Okay. Ich habe jetzt echt Angst, dass da oben ein Steinblock ist und mich absnipert, Mann. Kommen Sie. Ich hab's eilig. Das ist genau kein Level für mich. Das ist viel zu langsam. Und Ben TBR, danke für die 3 GGs, Mann. Danke, danke. Weiß ich sehr zu schätzen. Danke, Mann, Leute. Fast die. Aber hier kriegt man fast nirgends die Top of the Flag. Freue mich so, dass du live bist. Das rettet meinen Tag. Das ist ja ewig süß, Mann. Freut mich ja auch, dass du da bist hier. Das rettet auch ein bisschen meinen Tag, sowas zu lesen. Finde ich immer süß. Danke, Mann. Schön, dass wir alle beieinander sind und uns gefunden haben hier. Finde ich richtig cool. Hat so einen schlimmen Tag gehabt, oder wie? Stress auf Arbeit, oder? Leute, nimmt nicht immer alles so ernst. Aber wenn es mal scheiße läuft, Leute. Es kommen dann wieder Tage, da läuft es ein bisschen besser. Und es gehört auch mit dazu zum Leben, dass es mal scheiße läuft. Es kann nicht immer gut laufen. Weil dann gewöhnt sich der menschliche Körper irgendwann dran und dann weiß man es irgendwann nicht mehr zu schätzen. Deswegen, es ist schon immer ein Auf und Ab. Und das wird es auch immer sein. Aber dann kann man sich auf die Höhen wieder freuen, wenn es mal bergab geht, sag ich mal. Deswegen, Leute, nehmt das Leben nicht so ernst, habt Spaß in dem, was ihr macht. Und dann ist alles gut. Und klar, dann muss man halt auch noch für die Gesellschaft ein bisschen was machen, ein bisschen Geld verdienen. Ein bisschen den Leuten den Bauch pinseln, wie meine Mutter sagen wird. Aber lasst euch nicht entmutigen von irgendwelchen Idioten oder von irgendwelchen Vollhorschen, die dann irgendwelche dummen Kommentare rausballern oder so. Oder ja, eben, schaut einfach, dass ihr euer Ding macht und glücklich damit seid. Und freut euch auf die gute Zeit, wenn es dann mal nicht so gut läuft. Und ich sprich da echt aus Erfahrung, weil ich habe die letzten 6 Monate massive Probleme gehabt, gesundheitlich, und habe gedacht, jetzt ist alles zu spät, aber lief dann trotzdem noch. Und Wolli Mino, danke für die Eichhörnchen, die 3 Stück. Und Firegirl Hüt, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Danke für die Rose, Mann. Bester Mario-Spieler. Danke, schön, dass du so siehst, aber dann kennst du nicht viele. Ich bin kein exorbitant guter. Ich weiß nicht, vielleicht in Deutschland doch schon relativ gut, ja, aber weltweit kann ich nicht mit Ryuka, The Beast und Barb mithalten, leider. Ich würde gern mal den Expert-Run auf 1000 Level machen, Mann, aber ich bin dafür zu schlecht. Oder die cheaten und machen irgendwas anderes, aber ich krieg's auf jeden Fall nicht hin, Leute. Ich bin zu schlecht. Will ihr irgendwann auch donaten? Ja, Leute, nur wenn ihr es wirklich übrig habt. Wenn nicht, dann kauft euch davon irgendwas Geiles, was euch glücklich macht, Mann. Kauft euch erst euer Zeug, Mann. Und wenn ihr dann denkt, oh, ich hab zu viel Geld, dann könnt ihr sagen, okay, gut. Dann unterstützen wir mal den Clown im Internet und gebe dem mal ein bisschen was, dass er es hauptberuflich machen kann. Weil das wäre mein absoluter Traum, aber ich bin leider von meinem absoluten Traum noch absolut weit, sehr viel weit entfernt, Mann. Aber gucken wir mal, vielleicht irgendwann werde ich sterben in diesem Spiel. Dieses HD-YouTube spricht man
Ah, die YouTube. Jetzt sprich ich es halt mal richtig aus, Mann. Ah, okay, dann kann ich das weglassen oder dann sage ich einfach nur Fire Girl. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Was ist das für eine Tortur? Ist ja brutal. Das ist halt echt witzig, aber klar, weißt du, wenn der Name so lange schon ist dann am Ende und man liest es dann halt auch so mit vor, wenn man nur die Ziffern hat. Eigentlich müsste man da so einen Unterstrich machen oder so, dass das voneinander abgekapselt ist. Dann würde man es vielleicht checken, dass man die Buchstaben da einzeln betont. Ah, oder man erklärt es einfach im Stream. Dann blickt der Streamer hoffentlich, wenn er ein gutes Gedächtnis hat, immer noch beim nächsten Stream. Ah, ich habe sogar noch kurz überlebt. Das ist doch echt ein fieses Level. Okay. Cool. Das ist halt wieder ein Autoscroll-Level. Die liegen mir halt einfach nicht. Also Autoscroll-Levels sind bei mir immer relativ schwierig. Weil da muss ich mich immer ans Tempo vom Level anpassen und das fuckt einen manchmal ein bisschen ab. Was war los? Okay, jetzt kann man ein bisschen Gas geben. Hier haben wir jetzt endlich mal einen Checkpoint. Dann haben wir mal unser Fortschritt gesichert hier in diesem Level. Die Kuba-Shell hätte man mitnehmen können, hätte ich den 30er hier noch bekommen, schade. Na egal. Oh shit, da habe ich mir den Kopf arg geschlagen. Mensch, neu. Aua. Ich werde gleich später bei einem Level helfen müssen. Bei welchem Level? Ich werde dir gleich später bei meinem Level helfen müssen. Ja, muss man mal gucken. Was zockst du noch so auf der Switch? Unterschiedliche Dinge. Ich schaue mir keine Streams eigentlich an. Daher wusste ich nicht, dass da sein Thema ist. Ach so. Ah, okay. Ja, das kann gut sein. Ja. Aber du, es ist auch eigentlich kein Thema. Alles gut. Ja, kein Problem. Nein, der schöne 30er. Ja. Der musste jetzt leider da bleiben. Wir haben ja genug. Wir haben ja noch 23 Leben. Bin guter Dinge, dass wir da gut durchkommen. Und Bleezy, da muss man echt mal gucken nachher, ob mir dein Level Spaß macht oder nicht. Okay, interessant. Habe ich aber auch schon öfters mal gesehen, diese Kreissäge auf der Track, die dann praktisch einen Bogen läuft. Hier gibt es ein Power-Up, das ist auch cool. Okay. Cool, cool. Das heißt, du guckst eigentlich gar keine Streams und hier bei mir im Stream guckst du mal rein. Das ist aber sehr cool. Und das schon zum zweiten Mal. Cool, cool. Cool, was für eine Ehre dann eigentlich. Es ist eher Übung. Oh Mann. Was ist, wenn ich außer Übung bin und gar nicht üben kann? Dann kann ich dein Level nicht spielen, oder? Da Duckjump durch, das wäre so cool gewesen, aber ich habe mich nicht getraut. Trotz Power-Up. Klingelingeling. Let's go. Hast du schon mal Super Smash Bros. Gespielt, ja? Sollen wir mal ein Match gegeneinander machen? Ich mach dich platt. Ich nehm Sonic und Sonic dich weg, Mann. Kannst du Smash Bros.? Weil wenn, dann könnte man echt da mal ein Turnier draus machen oder so. Weil Smash Brothers finde ich richtig cool. Ich bin zwar ultra außer Übung, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe, aber... Alter, der Bossfight ist schon wieder richtig gut gemacht, Mann. Und ich bin schlecht, Mann. Bleib bloß da unten. Oder geh wieder auf die andere Seite hoch. Das war doch ein bisschen close. Da habe ich gedacht, jetzt bobbelt's mir alles weg.
Hatte mal nur ausgeliehen. Ah, schade. Hätte ich gern mal... Weiß nicht, wenn da Interesse besteht, wo irgendwie bei euch... Können wir auch gern mal Smash Brothers spielen. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Aber wenn, dann brauche ich halt auch Leute, die mitmachen. Wer wollte es mir sowieso zu Weihnachten wünschen? Ja, aber wegen mir alleine brauchst du jetzt nicht Smash Brothers kaufen, ne? Weil das ist meiner Meinung nach auch ein Multiplayer-Game. Das ist kein Spiel, wo man alleine spielt. So, also finde ich, das macht erst im Multiplayer richtig Spaß. Am besten mit Leuten, die man auch gut kennt. Hast du Super Mario 3D World? Ich hab's selber nicht, aber ich hab's mal mitbekommen, sage ich mal, und zusammen mit jemandem gespielt. Es war gut. Ich fand's richtig gut. So wie jedes Mario eigentlich. Alles richtig gut. Ja, weiß nicht, vielleicht kann ich auch mal in Mario Galaxy spielen oder so. Müsste ich halt meine Wii U, glaube ich, wieder anschließen. Vielleicht. Das ist auch witzig. Im Night-Theme springt der Pilz in die andere Richtung, wo Mario steht. Hab ich schon ein paar Mal ein bisschen gejodelt. Da muss ich mal ein bisschen besser aufpassen, dass das nicht passiert. Die Musik finde ich auch jedes Mal wieder cool. Ich habe noch Super Mario Galaxy auf meiner Wii, beide Teile. Ja, ich habe beide Teile gespielt. Ich habe die auf der Wii gehabt, aber ich habe die vertickt. Nee, ich habe die meiner Ex-Freundin geschenkt. Und irgendjemand hat sie dann kaputt gemacht. Das ist immer halt ärgerlich, wenn du Sachen verschenkst und die machen sie dann kaputt. Ich meine, ich habe es dann immer gebraucht, aber trotzdem ein bisschen ärgerlich. Wo ist die Plattform? Da. Komm, no risk, no fun, oder? Ja gut, das war jetzt... Aber hier gibt's eine neue. Ja, sehr geil. Cool. Cool. Die Super-Eichel finde ich auch super. Also das Kostüm ist mega. Es macht auch so Laune, mit dem rumzuflattern. So cool. Also erstens, man muss nach links laufen und springen. Ja, das muss ich mir dann erklären, wenn wir das Level machen, oder? Oder erklärst gerade jemand anderem aus dem Chat, der spielt? Oh yeah. Wünsche mir zu Weihnachten Mario Rabbids Sparksophobe. Ja, ich hätte es mir auch gewünscht. Ich habe Nintendo angeschrieben, ob sie mir das zur Verfügung stellen. Also nur Spiel. Ich will keine Bezahlung, aber ob sie mir Spiel zur Verfügung stellen. Aber machen sie nicht. Kam zurück. Eigentlich machen sie sowas nicht. Und dann war ich traurig. Welches Spiel ist das? Welches? Das da? Das ist Horizon Forbidden West. In Comic-Stil. Schade. Ja, ich hätte es gern gespielt, auch gern gestreamt, weil ich bin halt ein absoluter Mario-Fan. Und ich hätte euch das auch gern halt mal gezeigt, ob vielleicht auch noch andere da das Spiel haben wollen oder so, ne? Ob es was für euch ist oder nicht halt, ne? Weil es sieht schon gut aus, meiner Meinung nach. Aber es ist halt schade, dass Nintendo da nicht sagt, jo komm, dem geben wir halt mal das Spiel kostenlos. Aber kaufen tue ich es mir nicht. Da ist mir zu teuer. Warte ich halt auf den Sale in 5 Jahren. So wie Nintendo das immer handhabt. Wir machen einen Sale nach 10 Jahren. Und es ist 5% günstiger. Oh, lag. Damit spart ihr genau 25 Cent. Juhu, geil. Jetzt hätte es mich beinahe gejodelt. Und da auch schon wieder. Muss ich jetzt mal wieder ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Ist echt ein bisschen anspruchsvoller, gleichzeitig zu reden und zu spielen. Die Shell bringt sich selber einen Checkpoint. Yippie, den nehmen wir gerne mal mit. Cool. Also ich fände es richtig cool, wenn du auch mal andere Mario Games streamen würdest. Ja, vielleicht mache ich das auch irgendwann mal. Ich habe heute Mittag Horizon Forbidden West probiert. Das war nicht so gut. Das hat nicht so gut funktioniert, Captain. Ich weiß vielleicht lag es auch in der Uhrzeit, aber da waren viele nicht so angetan. Juhu. Kommen Sie. Machen Sie mal auf, bitte. Tschüss. Ich bin hier.
Schaut, jetzt hat sie nicht mehr geblickt, die Shell. Kann man einfach wegrutschen und sterben. Also ich habe Mario 3D World für 35,85 bekommen. Auf Amazon war schon richtig nice. Ja, das ist echt nice, ja. Weil Nintendo macht nur ganz, ganz selten solche Rabatte, sag ich mal. Das machen sie nicht oft. Schade, da habe ich gedacht, ich kann da noch irgendwie durchsneaken. Jetzt bin ich klein. Die brauche ich, die darf ich nicht umbringen. So. Ich bin gesprungen, Leute. Ich habe den Knopf gedrückt. Zum zweiten Mal, vorhin auch schon. Ich glaube, wenn der rutscht, dann hat er irgendwie ein Delay beim Springen oder so. Gerade eben auch schon. Das ist echt richtig, richtig gemein, was da jetzt schon wieder passiert. Ja, wenigstens haben wir das Power-Up diesmal. Genau dieselbe Stelle. Diesmal darf ich einfach nicht rutschen an der Stelle. Ich glaube, das ist the way to go. Da funktioniert es, aber gerade eben hat es jetzt zweimal nicht funktioniert. Das ist echt schade. So, dann machen wir auch wieder slow and steady. Das muss der jetzt noch passieren. Auf dem Eis kann der leider nicht jumpen. Ja, eigentlich schon. Eigentlich funktioniert es auch sehr gut. Mit dem Springen und so weiter. Auch gerade auf Eis, weil dann rutschst du nicht so ewig hin und her. Dann bist du relativ, ja, sag ich mal, hast eine gute Steuerung, sag ich mal. Aber da war es jetzt, glaube ich, zweimal ein Bug. Und es gibt die Bugs. Weil ich habe sie auf der Aufnahme mit meiner Controller-Cam, habe ich sie nämlich schon mehrere Male enttarnt. Da wollte ich nämlich auch mal springen mit dem K. Und man sieht auch, dass ich den Knopf drücke, aber dass nichts passiert. Also manchmal gibt es da Bugs. Auch wenn das Spiel noch so gut ist, aber es ist nicht bugfrei. Wie kann man so gut sein? Tja, da musst du viel üben, Digga. Da musst du sehr viel üben, um so gut zu sein. Ich finde Ice-Maps mega nervig. Ja, so viel. Ja, man rutscht halt hin und her. Das ist auf jeden Fall so. Und sie sind schon manchmal ein bisschen nervig. Und der Sebastian 1996, danke für die 2 Grapes, Mann. Danke dir, Digga. Danke, danke, Sebastian. So, weiter geht's. Ich glaube, es gibt noch eine Welt danach. Swampy Cruise. Okay. Also es wird ja jetzt auch auf jeden Fall ein bisschen anspruchsvoller. Ich liebe auch die Musikwahl, die er da getroffen hat in seinen Leveln. Richtig gut. Ich bin froh, dass ich die Superworld jetzt noch beendet habe, weil ich habe erst am Anfang gedacht, das ist voll der Crap. Aber die ist echt gut gemacht. Also wenn die irgendjemand nachspielen will oder so, immer gerne einfach in den Kommentaren nachfragen, Leute. Dann schicke ich euch den Code. Könnt ihr das spielen, wenn ihr wollt. Okay, Alter, da muss ich einen Goomba missbrauchen, um die in 30er zu bekommen. Die Münzen sind wichtig. Schöne Bootsfahrt. Und endlich kein Eisland. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, oh, Eisland ist aber geil. Endlich mal ein Eisland. Da habe ich mich jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut. Weil das Rutschige fuckt doch schon relativ viele ab. Arbeitest du selbstständiger als Gamer? Nein, damit kann man sich den Lebensunterhalt leider in meinem Jargon mit meinen Followerzahlen noch nicht leisten. Ganz, also überhaupt gar nicht leisten. Also ich habe jetzt mit den 35.000 Follower und mit meinen durchschnittlich 1 Million Klicks in der Woche oder so, habe ich in den letzten 8 Monaten netto 100 Euro verdient. Also pro Monat 10 Euro. Für den Arsch viel Arbeit,
und Aufwand, den ich betreibe mit dem ganzen Videoschneiden. Das ist eigentlich brutal. Also was ich da an der Zeit reingesteckt habe, also das darfst du keinem erzählen. Lohnt tut sich das nicht. Also zumindest noch nicht. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal so arbeiten kann. Das wäre echt schön. Das wäre mein absoluter Traum, aber momentan nicht. Du, gut, das geht nicht, nee. Nee, ich bin aber gut ausgebildet, von dem her. Alles gar kein Problem. Kann auch anderweitig Geld verdienen. Auch wenn das hier mein Traum wäre. Aber ja, geht auch anders. Das ist einfach traurig. Ja, du, ich nehm, du, traurig ist nicht, ist schade halt, ja. Aber es ist jetzt nicht in, ich stürze jetzt nicht in tiefe Depression deswegen, aber es ist schade. Ich finde es sehr schade, weil das wäre halt mein absoluter Traum, Mann. Das wäre so cool, wenn das klappen würde irgendwann. Ich will auch gar keine Millionen verdienen, sondern einfach das Essen, meine Rechnung zahlen und fertig. Ich habe gar kein cooles Equipment oder nicht der neueste Scheiß und das geilste Auto. Ich habe ein Aygo. Der fährt mich von A nach B relativ günstig mit wenig Benzin. Also, das ist ja mal cool. Das ist eine Lok. Guckt euch die Lok an, Mann. Das ist ja brutal cool gemacht. Das ist von einem Spieler. Alter, das ist ja mal das geilste Level überhaupt. Das bekommt auf jeden Fall einen Kommentar von mir. Das kriegt ein Gemälde. Sondergleichen. Das kriegt ein richtig schönes Kindergartengemälde von mir. Schmeißt er in die andere? Ich bin auf der anderen Seite, mein Freund. Ob die Pipe wohl irgendwo reinging? Ist ja mal geil, der baut hier einfach einen Zug in Mario Maker, Mann. Was geht bei dem ab? Voll cool. Aber leider wieder ein Side-Scroll-Level. Das ist leider nicht so cool. Autsch! I'm hit! Er hat mich voll gebabbelt. Da ist wieder ein Power-Up, oder? Ja, sehr gut. Okay. Hab da eine Frage. Könntest du auch meine Superworld spielen? Feedback geben, klar. Aber du musst dann halt auch damit leben, wenn ich ehrlich bin, ne, Digga? Dann musst du damit leben und nicht beleidigt sein. Weil eben, meine Meinung ist ja subjektiv, das ist meine Meinung. Das heißt ja nicht, dass das allgemein für alle Meinungen gilt. Aber generell, gerne, Leute. Wenn ihr irgendwie eine Superworld habt, ballt sie in den Chat. Gucke mal sie uns an und bewerte sie gemeinsam. Könnt ihr auch im Chat sagen, hey, geiles Ding. Finde ich eine coole Idee oder so. So, da kommt jetzt auf jeden Fall ein richtig geiler Kommentar. Davon muss ich mich mal inspirieren lassen. Also so wie bei der Klassenarbeit. Ja, Kritik ist ja wichtig, um Level besser zu machen. Genau. Also eben Kritik und nicht Hass oder so, sondern schon halt normal kritisieren halt, damit derjenige es noch besser machen kann. So, was schreiben wir da? Oh, lag. Oh, lag. Oh, lag. Oh, lag. Suppe schreiben wir jetzt. Dann machen wir hier so noch ein bisschen was. Und ein bisschen von grün. Und ein bisschen rot. Schade, dass man das R nicht irgendwie... Oder warte mal. Komm, da machen wir jetzt was ganz Gewitztes. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich muss hier noch ein bisschen was wegradieren. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 5000 Stunden. Egal. Es muss sein. Es muss sein, das Level war cool. So. So. Sieht noch ein bisschen verwurschtelt aus, irgendwie. So. Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Oh, lag. Super, mit Ausrufezeichen kombiniert. Autokorrektur, sorry. Deutsche Bahn. Hätte man auch können hinschreiben. Deutsche Bahn.
Deutsche Bahn wäre echt geil gewesen, Mann. Das mache ich. Tut mir leid, Leute, aber ich muss mehr schreiben. Machen wir es denn? Wir machen Deutsche Bahn da rein. Kann sich nur um Stunden handeln. Toi. Deutsch. Sch. Komm, das machen wir dann ganz dick. Blau. Bahn. Oleg. Oleg. Da wird er sich freuen, wenn er das liest. Und dann machen wir aber das obligatorische, schöne, unausgemalte. Das ist doch viel schöner jetzt. Boah, das Gemälde könnte man bestimmt verticken und davon seinen Lebensunterhalt finanzieren. Spielst du mit einem Controller, ja? Ja. Eigentlich cool, dass ich so mit einem Controller malen kann, ne? Voll krass. Wenn ich zur Schule muss. Das kommt jetzt aus dem Zusammenhang. Wie lange bist du noch live? Weiß ich nicht. Mache ich ja auch immer spontan, bis ich keine Lust mehr habe meistens. Aber maximal bis 8 Uhr. Also wirklich maximal bis 8 Uhr. Aber kann auch schon sein, dass ich um 7 schon sagt, Leute. Auf Wiedersehen. Eben, ich will halt nur streamen, wenn ich auch wirklich Bock dazu habe. Deshalb habe ich auch keine Streaming-Zeiten. Weil dann muss man, auch wenn man vielleicht auch mal keine Lust hat, irgendwas zu tun, es trotzdem tun. Und da bin ich kein Fan davon. Wenn ich ehrlich bin. Hast du super geschrieben. Gell? Hab ich im Kindergarten gelernt. Hat mir die Kindergartenfrau beigebracht damals vor 30 Jahren, dass ich das so schön malen kann. Es waren sehr schöne Zeiten. Ich und meine Kindergartendame. Das war richtig schön. Ich bin einmal, bin ich sogar vor die Türe geflogen. Im Kindergarten, Mann. Ich frag mich, wie das sein kann. Wie kann man im Kindergarten vor die Türe fliegen? In der Schule nur zweimal. So, aber da ist ja normal. Aber im Kindergarten rausfliegen? Das fand ich doch echt. Finde ich doch echt im Nachhinein ein bisschen krass. Ich weiß nicht, was da war. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, warum ich rausgeflogen bin. Das heißt, die Strafe hat gar nicht gewirkt. Oder unterbewusst gewirkt. Pilzi. Also, ja. Das fand ich doch echt krass. Im Kindergarten aus dem Raum fliegen. Autsch. Checkpoint, Power up, bitte. Ach so, okay, ich wollte, habe jetzt was zu tun und wollte später dann wiederkommen. Ja, wenn nicht, du, Firegirl, ich denke mal, man sieht sich immer mal wieder mal. Also es wird nicht das letzte Mal sein. Also wenn du wichtigere Dinge zu tun hast, dann tu das. Ich bin öfters mal live, also nicht nur heute. Also es wird weitergehen wahrscheinlich. Ah, ich konnte nirgends hin, leider. War ich zu spät dann da sein sollte. Schönen Abend noch. Ja, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend noch. Muss ich nach links, oder? Jetzt muss ich das alles machen. Ah ja, da kommt ein Power-Up. Krass, muss ich das alles jetzt nochmal machen? Das ist ja der Wahnsinn. Zum Glück bückt er sich da automatisch. Puh, das kann einen crushen, ne? Fällt mir jetzt. Ah, den Pilz hätte ich doch jetzt gern durchbekommen für den Fight, weil der Morden ist nicht immer ganz einfach. Wie lange gehen noch die Welten? Ich glaube, das ist die letzte. Da habe ich mehr Glück als Verstand gehabt. Ja, ärgerlich. Der Bossfight ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Let's go. Also, jetzt schauen wir mal, dass wir den Power-Up noch durchbekommen. Dann geht's vielleicht ein bisschen besser.
Jawohl, jetzt haben wir das Power-Up durch. Ich glaube, mit dem Power-Up sollte es doch relativ gut gehen. Und Let's Lenny, danke für die eine Rose, Mann. Danke dir, Mann. Oder für drei Rosen sogar, Alter. Danke. Na toll, und da war es schon wieder weg, das Power-Up. Okay, also unten bin ich dann safe. Sehr gut zu wissen. Ich kann... Eigentlich hätte ich nicht gehen sollen. Das ist halt echt schwierig. Eigentlich muss ich erst auf die Bullet. Puh, krasser Bosskampf, ey. Ja gut, das Power-Up hat mir gerade eben auch nicht geholfen. Von dem her... Kommt mal hier wenigstens schneller durch, wenn man das Power-Up nicht hat. Okay, let's go. Das war auch dann sehr schneller tot. Ah, ärgerlich. Aber der Bossfight ist echt übel. Gerade mit Morten noch, der macht ja auch noch die Feuerbälle und so. Das ist nicht ganz easy mit dem Typ. Das Power-Up durch, jetzt mal ein bisschen konzentrierter, bisschen mit Geduld bei dem Typ. Das war close. Heide Blitz. Das war echt close. Leck mich am Bobis. Cool. Aber cooler Bossfight. Cooles Level. Auf jeden Fall. Cool gemacht. Also jetzt gegen Ende hin zieht es da echt noch ein bisschen an. Richtig, richtig cool. Okay. Cool. Kriegt aber kein persönliches Kunstwerk. Einfach nur ein cool und weiter geht's. Let's go. Kommt Welt Nummer 7. Ich glaube, es gibt aber 8 Welten, glaube ich. Und Teddy92SW, danke für das GG, Mann. Danke dir. Danke, danke, Teddy. Danke für dein GG. Pipes in the Sky. Also praktisch ein Tunnel im Himmel. Ein Tunnel im Himmel. Hat man einmal ein Power-Up. Kommen da die Pflanzen raus? Nur durch aus den Grünen? Gut zu wissen. Grün und Rot kommen sie raus, scheinbar. Da kommen sie jetzt aus der Gelben. Hier sie wirklich drauf verlassen kann man sich nicht. Verstehe. Ah. Kuba geküsst. Aus Versehen. Schade. Okay, schauen wir mal, dass wir das Power-Up ein bisschen durchbekommen. Ja, wo soll ich landen? Wo darf ich landen? Schau wieder ein Geduldsspiel mit den Dingern. Okay. Nix drin, kein Power-Up, Mann. Da haben wir ein Leben. Haben wir vielleicht hier was drin? Nein, schade. Schade, das hätte ich mir doch gerne gewünscht. Hier eine raus. Sehr gut. Auch generell, wenn da die Feinde rauskommen aus der Röhre, Leute. Wenn ihr da direkt neben der Röhre steht, dann kommen die Feinde erstmal nicht raus. Also jetzt kommt die Blume raus. Wenn ich jetzt direkt hier stehen bleibe, dann kommt sie nie wieder raus. Aber wenn ich wieder weggehe,
Dann kommst du da raus. Also, nur für alle. Das ist ein cooler Fun-Fact, finde ich. Das ist cool, wenn man das weiß. Jetzt immer warten, kommt da jetzt einer oder kommt keiner? Jawohl, den Pilz nehme ich auf jeden Fall gern mal mit, Mann. Ah, ich habe gedacht, ich kann seitlich vielleicht landen. Zum Glück habe ich einen Pilz. Ich bin bewaffnet. Schade. Ich dachte, vielleicht kriege ich den Coin noch. Weil wenn die Koopa Shell, also wenn der Panzer der Koopa noch einen Gegner oder eine Münze trifft, dann kriege ich die Münze. Kommt da jetzt noch ein Gegner? Nein. Er hat's ja echt so auch. Ich glaube, nur mit dem Triple Jump kommt man da an die Flagge. An die Top of the Flag. The Top of the Flag. Level beendet, cool. Pipes in the Sky. Siebte Welt, Level 1. Cool, cool, cool. Weiter geht's. Wie lange spielst du schon? Eine Stunde jetzt. Circa. Eine Stunde, 6 Minuten und 32, 33, 34 Sekunden. Ungefähr. Jetzt sind es 40 Sekunden. So, funktioniert es doch besser. Ah, der kann gar nicht nach oben schmeißen in New Soup. Die neue Suppe. Ich frage mich, warum so viele Mario Maker Spieler New Soup nicht mögen. Kannst du das zerstören? Ja, cool. Und noch. Cool. Das ist ja eine richtig geile Waffe von dir, Mann. Feier ich schön. Ich weiß nicht, ob das so intended ist, dass man das so macht, aber... Ah ja, komm mal. Mega Koopa, mach mal auf, bitte. Tschüss. Den lass mal leben, weil der hat mir geholfen, dann bringen wir den nicht um. Du hast mir nicht geholfen, du hast mir auch nicht geholfen. Aber die überleben das auch, keine Panik. Cool. Juhu. Und Hallöchen, Leon Bra. Na, alles im Lot bei dir. Gut in den Feierabend gekommen. Oder bist du noch auf Arbeit? Juhu. Toll. Tolles Level. Weiter geht's. Let's go. Ja, und bei dir? Ja, alles tibi-tobi, alles im Lot. Bisschen Problemen mit dem Rücken, mit dem oberen Rücken hier hinten, direkt hinterm Hals halt. Aber sonst alles okay. Und André, danke fürs GG, Mann. Danke, danke, Mann. Hui. Ich wollte eigentlich den 30er, aber ich habe ihn nicht bekommen. Die Levels sind doch jetzt echt richtig anspruchsvoll, Mann. Die sind echt nicht einfach. So Pillepalle-mäßig, wie es angefangen hat am Anfang, aber ist doch echt ein richtig krasses Ding. Da bin ich doch draufgesprungen, hör auf zu lügen. Oh, das tut mir leid. Und hi, Servus, Sex. Oh, das tut mir leid. Ja, mein Gott. Das ist, glaube ich, irgendwie Zugluft oder so, die da meinen Hals berührt hat und dadurch, also meinen hinteren Hals, oder wie nennt man das? Wie nennt man den Hals auf dem Rücken? Also hinten. Wie nennt man hinten den Hals? Weiß ich nicht. Den hinteren Hals. Ich habe mir den hinteren Hals unterkühlt durch Zugluft wahrscheinlich und dadurch eine leichte Entzündung im unteren Gewebe verursacht vielleicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht labe ich auch den letzten Scheiß. Auf jeden Fall habe ich Schmerzen im hinteren Bereich des Halses. Wie auch immer man den im medizinischen Bereich nennen möge. Saptor della Pultus oder so vielleicht. Nacken.
Ja, ja, gut, Nacken kann schon gut sein. Wobei Nacken ist auch eher tiefer, oder? Oder ist das... Ja, nee, Nacken kann schon gut sein. Oder? Genau, mein Nacken tut weh. Entschuldigung. Ich bin Deutscher übrigens. Gleich dreimal. Nacken, Nacken, Nacken. Einfach mal auf Nacken. Ja, vielleicht habe ich mir den Nacken irgendwie ein bisschen unterkühlt. Das ist der Wahnsinn, ey. Lernt man hier noch was auf TikTok? Was soll mal einer sagen, dass Social Media nichts bringt? Siehst du, ich sogar schlauer. Soll mal für den 30er mal gehen? Okay. Genau, mein Nacken halt, da habe ich große Probleme. Was sonst? Alles tippitoppi. Cooles Level. Welches Mario ist das nochmal? Das ist Mario Maker 2. Wegen dir kaufe ich mir Mario Maker. Ja, ich kann es empfehlen, sagen wir es mal so. Und ich krieg dafür nix Geld, dass ich das sag, aber ich kann es empfehlen. Und Ostsee Girl. Hallöchen. Vielleicht hast du einen Zug am Nacken vom starken Wind, dann verspannt man sich dann da oft. Ja, genau, ich glaube, irgendwie sowas war es. Ich glaube, irgendwie sowas war es. Dass irgendwie Zugluft und dann dadurch halt verspannt. Ich müsste halt auch mal wieder richtig Sport machen. Das wird auch schon helfen. Aber ich wollte meinem Magen jetzt noch ein bisschen Pause gönnen, weil mir geht es erst seit einer Woche wieder richtig gut. Und hat davor fast 6 Monate richtig heftige Magenprobleme. Deswegen wollte ich jetzt nicht gleich wieder mit Sport anfangen, aber... Ich denke mal, wenn es jetzt nur eine Woche lang gut ist, dann müsste eigentlich auch gut gehen, wenn ich jetzt wieder anfange mit Sport machen eigentlich, oder? Das denke ich, so ist meine Logik. Wie komme ich denn da an die Münze? Das kann ich ja auch vergessen. Ah, okay. Ah, nee. Tschüss, Cooper. Ärgerlich. Voll erwischt. Power. Secret? Ah, naja, gibt es da ein geiles Secret? 30er Münzen. Zum Glück hat er hier keine Clear Condition, dass man die alle einsammeln muss. Das wäre doch echt übel. Weil dann musst du halt immer suchen und finden, ne? Wo war jetzt die 30er Münze und die? Und dann musst du so oft resetten, dass du dann gar keinen Bock mehr hast auf die Level, auch wenn sie noch so gut sind. Und Ostsee, danke für die eine Rose, Mann. Danke dir. Weiß ich echt sehr zu schätzen, Mann. Danke für die Rose. Echt voll süß, wie viele hier irgendwie eine Rose immer oder ein GG oder eine Grape oder irgendwas droppen, finde ich so süß, Mann, Leute. Yay, nicht mehr lange. Und moin, Yannick, servus, ne? Alles im Lot bei dir. Bist gut in den Feierabend, in den Schulfeierabend gekommen. Bist ja auch langsam Stammzuschauer, Yannick, Mann. Und einer der meist, also du bist jemand, der sehr oft Videos kommentiert. Der Yannick Lull. Na, schade. Und danke fürs Eichhörnchen, Ostsee-Görlmann. Danke, danke. Danke fürs Eichhörnchen. Shit, Mann. Das ist nicht gut. Das Power-Up hätte ich doch gern hier gehabt. Checkpoint oder irgendwie Power-Up, bitte. Wegen dir bin ich richtig ins Zocken gekommen. Danke dafür, bist mega. Richtig ins Zocken gekommen, echt? Ja, was zockst denn so? Zockst du auch Mario Maker? Ja, mir geht's super. Das freut mich, Yannick. Hab heute eins in Französisch bekommen. Du kleiner Streber, voll cool. Geil, freut mich für dich. Bonjour. Schöne Komprompa. Das ist bestimmt total schlecht ausgesprochen, aber das sind die einzigen und komm sie, komm sa, ça va. Aber dann hört es auch irgendwann mal auf. Moin, bin auch heute wieder da. Servus Lenny, ne? 187, der 187 Lenny. Du bist irgendjemand anderes, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wer das genau war. Du warst mal irgendein anderer Nick, der sich umbenannt hat, ne? Er zocke gerne Nintendo Games, aber auch sonst gerne Jump'n'Runs. Okay, cool.
Ich zock auch gern Nintendo Games. Weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist, aber ich spiele gern hin und wieder mal ein bisschen Mario. Ludwig's Airship. Und danach kommt bestimmt dann noch Bowser in Welt Nummer 8. Okay, let's go. Jetzt gibt's wieder weniger Interaktion mit dem Chat, wenn ich hier wieder am Game bin. Gerade im Endbereich ist es ein bisschen heftiger. Power-Up bitte. Das ist doch echt sehr schön von dem Level Creator. Der hat einem immer ein schönes Power-Up parat. Für Notfälle, wenn man doch mal dumm spielt. Dass man da nicht gleich stirbt. Also, echt einer meiner Lieblingswelten mittlerweile, diese Welt. Die ist sehr gut gemacht, finde ich. Also da muss ich euch auf jeden Fall den Levelcode am Ende nochmal zeigen für meine Leute. Gerade für Leute, die vielleicht auch ein bisschen Mario Maker spielen. Dass die da auch mal kurz reinlinsen können und gucken, ob das cool ist. Ich finde die Welt mega, auch für Einsteiger recht gut geeignet. Nichts Fieses dabei. Viel Abwechslung, viel coole, neue, kreative Ideen. Gute Bossfights. Oh, das war klar, dass mich das hittet. Das habe ich mir fast schon gedacht. Und sehr klassisch auch. Das erinnert mich ein bisschen an, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber Super Mario Bros. 3 erinnert mich das Level an die ganzen Flugschiff-Level da. Sehr klassisch und cool. Magst du Achterbahn? Ich liebe Achterbahn. Ich war jetzt schon sehr lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob du den Europa-Park kennst oder ihr. Aber da war ich jetzt schon länger nicht mehr, aber ich hatte mal eine Jahreskarte, zeitlang, die lohnt sich auch richtig. Bleibt er dann da? Ja, okay, gut. Die lohnt sich auch richtig. Bleibt er da? Vielleicht bin ich dann auch schon good to go, wenn er jetzt nicht gleich aufsteht. So, jetzt darfst du aufstehen, Captain. Dann bin ich good to go. No risk, no fun, hat nicht funktioniert. Okay, Plattform, danke. Das war close. Ja, kenne ich. Ja, eben gerade Blue Fire oder so, richtig geil. Blue Fire, also die Achterbahn mit dem Looping und mit der Schraube. Und da dann Füße wegstrecken und nicht festhalten, sondern Hände auch wegstrecken. Also so. Und Füße auch. Und dann kommst du dir so vor, als würdest du in der Achterbahn fliegen. So cool. Den Heidepart kann ich dir mega empfehlen. Schon oft da gewesen. Da war ich noch nie. Vielleicht komme ich da irgendwann mal hin. Mario Maker ist sehr gut. Hab das auch, aber bekomme nie dazu, das zu spielen. Ja, es gibt, man muss halt auch ehrlich sein, ne? Es gibt halt auch sehr viel Scheiß-Level in Mario Maker. Gerade Little Timmy's Level. Da gibt es sehr, sehr viele Scheiß-Level, wo ich mich dann halt auch manchmal frage, okay, gut, es kann jetzt nicht der Ernst von dem Level-Creator sein, dass dieses Level gut sein soll. Ich spiel Mario Maker 1 noch auf Nintendo 2 da. Okay. Ah, Nintendo DS, okay, alles klar. Den Teil habe ich nie gespielt. Silver Star ist auch mega geil. Silver Star ist halt hoch, ne? Aber die geht ja nur hoch, runter. Deswegen finde ich es ein bisschen, ja, sie ist halt hoch, sagen wir es mal so. Und gerade der erste Drop, der ist halt schon richtig geil. Aber Wodan finde ich zum Beispiel noch cool. Das ist die Holzachterbahn im Europapark. Das kenne ich. Das habe ich schon mal im Endless gespielt, glaube ich. Und da habe ich schon gesagt, das ist ein echt geiles Level. Das habe ich erst im Endless schon mal gespielt gehabt, das Level. Ja, das habe ich wahrscheinlich schon geliked. Close. Ja, da ist ein Leben drin. Das habe ich schon gespielt. Hück. Da ist Leben. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ein Leben kann man immer gut gebrauchen. Ist immer gut, wenn man ein Leben hat. Dass er das sich sparen können, weil hier muss man nur warten. Viel mehr macht es nicht, die Blöcke. Dass man da mal kurz warten muss. Okay, in die Pipe. Checkpoint hoffentlich. Hab danach immer Kopfschmerzen. Mir geht's nach einer Achterbahn als immer richtig gut. Also wenn das Adrenalin mal da war. Dann ist mir wieder wach. Ein Power-Up wäre hier schön gewesen in dem Level, Mann. Aber dann wäre es jetzt zu einfach, ne? Da bin ich, glaube ich, in meinem Playthrough auch mal gestorben.
Und Servus Fahrtsniffer and Baum Let's Play. Servus, ne? Alles im Lot bei euch wieder. Ihr habt perfekt eingeschaltet, um jetzt hier wieder das Sterben zu beobachten. Warst du schon mal in Gardaland? Nee, aber da wollte ich mal hin. Das ist ja am Gardasee, ne? Da habe ich mal überlegt, hinzugehen, aber hat leider nie funktioniert. Dummerweise. Warum ist es gut da? Kann man da gut hin? Weil da kann man ja dann am Gardasee Urlaub machen und dann in Gardaseeland gehen. Das war mal mein Plan. Aber es hat dann nicht funktioniert. Weil ich mit den Mautgebühren und so, es war mir ein bisschen zu dubios. Puh, das wäre es jetzt beinahe gewesen. Hier haben wir noch Mega Koopas. Tschüss, Mega Koopa. Runter. Krasse, aber das ist auch eins der letzten Level, ne? Ja. Bin mal echt gespannt aufs finale Level und ob da jetzt schon ein Like drin ist. Super toll, musst du mal unbedingt hin, ne? Mach ich mal. Was gibt es denn im Gardaland? Achterbahn? Ich glaube, da gibt es auch Achterbahn. Ich habe es mir mal kurz angeguckt, ja. Ich meine, da gibt es auch Achterbahn. Aber ich denke mal, nee, hat kein Like. Gut, vielleicht hat sie irgendjemand kopiert. Auf jeden Fall probier beim Getränkeautomaten die pinke Fanta. Und Fahrtsniffer fragt mich, ob ich Hobbys habe. Ich spiele Mario Maker. Siehst du doch. Das ist mein Hobby. Das ist leider mein Hobby und nicht mein Job. Und ich habe noch andere Hobbys. Da spiele ich gern Billard, ich bin gern am See, ich bin gern im Schwimmbad. Ich spiele auch sehr gerne Badminton. Also Badminton ist eine super geile Sportart. Das muss ich echt mal sagen. Auch wenn sie vielleicht als Tussi-Sport vielleicht mal abgetan wird manchmal. Aber Badminton ist wirklich was für den ganzen Körper und für Geist. Weil was du da taktieren kannst, ist schon richtig beeindruckend, finde ich. Also Badminton ist ein richtig geiler Sport. So, und wie muss ich dich jetzt töten, Bowser? Tötest du dich selber? Töten die Bälle dich? Das wird ja dann der Neverending Bossfight, oder? Oder kommt da rechts auch einer? Komm, nächste. Ich hoffe, die zählt, wenn ich da offscreen bin, dass die trotzdem hittet. Aber auch wieder ein richtig kreativer, geiler Bosskampf. Auch wenn er ein bisschen nervig ist, wenn ich ehrlich bin, aber... Der kann doch echt ein bisschen was. Ja, noch eine. Wir brauchen noch 100 Stück, bis Bowser tot ist wahrscheinlich. Der kann ja auch springen, das ist ja süß. Komm, gehen wir mal auf die andere Seite, da geht's schneller vielleicht. Shit. Okay, sehr gut. Badminton macht auch extrem Spaß. Schreibt das Baum-LP, ja, genau. Also Badminton ist ein richtig geiler Sport. Hätte ich davor nicht gedacht, aber mir hat es mal jemand gezeigt und die hat mich, es war eine Frau, und die hat mich platt gemacht ohne Ende beim ersten Spiel. Ich habe gedacht, ich sehe kein Land mehr. Ich habe gedacht, ich muss sterben, weil ich keine Luft mehr kriege. Weil ich ständig hin und her gerannt bin. Ich lag am Ende auf dem Boden. Auf dem Rücken, auf dem Boden, am Ende. Die hat mich fertig gemacht. Die hat mich komplett platt gemacht, die Gute. Final Showdown. War es das dann schon? Hab Bowser nicht mal auf der ersten Wii geschafft. Uff. Ich weiß gar nicht, was da der Bowser-Kampf war. Meine Lehrerin sagt immer, am besten ist es, wenn man sein Hobby als Job hätte. Du, es gibt, glaube ich, viele Lehrer, die sagen, hey, Lehrer ist so ein geiler Job. Würde ich auch ohne Geld machen. Okay, cooles Ding. Hier haben sie den Levelcode, den Baumeistercode von dem guten Dude. Das ist echt ein cooles Superworld gewesen, Mann. N65HM7G. So, jetzt mal schnell. In meine Schreibmaschine eintippen. Zack. Bums. Hab früher Badminton gespielt. Echt geil. Respekt. Badminton ist geil. Badminton macht echt Laune. So,
Jetzt gucken wir mal. Okay, dann nehme ich jetzt mal das eine Level vom Pleasy. Schauen wir mal. Das ist die 7LF. 7LF. CW9. Nicht CW40, sondern CW9. 7VG. 7VG. Dann gucken wir uns dieses Schmieröl hier mal an. Gucken wir mal. Speedrunner's Nightmare 1K Coins. Let's do it. Schon 4 Leute haben das Level gespielt. Speedrunners würde ich mit 2N schreiben, glaube ich. Ist das hier wieder für eine Soße hier? Nicht dein Ernst, oder? Okay. Ernsthaft jetzt? Digga, dieses Level werde ich nicht zu Ende spielen. Das ist der allerletzte Scheiß. Das ist das allerletzte Scheiß-Level, Mann. Du willst mir jetzt sagen, dass ich hier die ganzen Blöcke aufmachen soll? Und dann da weitermachen soll? Im Leben dich. Im Leben nicht. Kannst froh sein, dass du kein Bu bekommst. Er ist geile Zeitverschwendung. Weltrekord. Ich frage mich, wer das geklärt hat. Wenn ich so ein Level ziehe, auch im Endless, es wird sofort weggeskippt. Ich spiele das nicht. Weil das, ich habe daran keinen Spaß. So, dann. Upp. Tja, nu. Was machen wir nu? Also ist nichts Persönliches, Pleasy, ne? Das ist nur mein... Ich bin halt ehrlich, mir macht so ein Level keinen Spaß, wo ich den Scheiß aufdecken muss. Da kriege ich die Krise. Frage mich, ob es gut geworden ist, weil man ja leider mit einer Win-Condition keine Check-Points einbauen kann. Vielleicht, ja. Keine Ahnung. Tja, was machen wir jetzt? Sollen wir nochmal Space Pick rausballern? Sollen wir nochmal eine Runde Space Pick machen und mal gucken, wie gut wir diesmal durchkommen? Einfach just for fun. Also ich hätte Space Pick hätte ich im Angebot. Ich hätte Mekatefi hätte ich im Angebot. Die könnte man eigentlich auch nochmal durch. Die macht auch, also die beide, die kann man immer spielen. Die sind immer gut. Würde ich sagen, Barbs Superworld ist halt ein bisschen direkt aus der Hölle. Die würde ich jetzt nicht so empfehlen. Drakan könnte man eigentlich auch mal gucken. Nee, das habe ich wegen meinem eigenen Level geschrieben. Okay. Andere können ja auch mein Level spielen. Ja, klar. Die haben ja jetzt den Levelcode gesehen. Kannst du Space Pick spielen und die ID zeigen? Ja, kann ich. Die ist aber echt nicht... Die ist echt schwierig, ne? Also das ist die ID, Leute. Komm, ich tippe es auch mal schnell in den Chat. Dann habt ihr die. 0V7DLS und BMF Space Pick. Die ist echt gut, Leute. Die Superworld. Kannst du mir mal helfen? Kannst du was von Barb spielen? Nein, das kann ich nicht live machen, Leute. Das ist eher eine Todesorgie dann, weil die Levels sind direkt aus der Hölle. Kannst du Space Pick spielen? Ja, das habe ich schon. Hab ein Level gefunden, kriege es aber nicht hin. Ja, dann wo hast du ein Level gefunden? Also wir könnten auch nochmal Space Pick probieren, oder? Leute, was hält ihr von Space Pick? Weil da habe ich jetzt irgendwie gerade Bock drauf. Oder bis wir uns irgendwie zu irgendwas entschieden haben, mache ich mal Space Pick rein.
Und falls irgendjemand einen Levelcode hat oder irgendein anderes Level, was man gut spielen kann. Ah, okay, da kommt der erste Code. Spielen wir mal Space Pig. Bitte, Barb. Ja, genau. Da muss ich noch ein bisschen üben, weil ich bin kein Fulltime-Mario-Gamer. So wie Barb und die anderen Konsorten, die Stunden mit Mario verbringen können. Ich muss leider auch noch was anderes machen. Deshalb geht es leider nicht. Also ich würde auch gern mal irgendwie von Orta oder von Pepanga die Level spielen, aber ja, das ist halt echt schwierig. Ich habe ja schon mit Space Pig ja schon enorme Probleme scheinbar. Aber Barbs Level, das kann ich vergessen, Mann. Der Typ ist viel zu gut. Also Barb ist meiner Meinung nach einer der besten Mario Maker Spieler, die es gibt. Auch wenn er kein Endless mag, aber aus gutem Grund, weil er, die sind halt scheiße. Endless ist manchmal echt scheiße. Kannst du danach ein Level spielen? Hab eine gute Idee. Wie ist die ID-Zahl von Barb? Das sag ich dir nicht. Aber spätestens, wenn Barb im Livestream irgendwo aufpoppt, dann werde ich die nicht spielen. Am besten das eine Shell-Level von ihm mit dem Doppel-Shell-Jump, ne? Wo du dann mit den Shells auch noch hin und her jonglieren musst. Das ist das ultimativ harte Level, finde ich. Aber da war ich echt stolz auf mich, dass ich das mit 100 Leben geklärt bekommen habe, das Level. Das war ultimativ schwer. Das war nicht einfach, Leute. Ganz im Ernst. Ihr könnt da mal auf mein TikTok-Profil gehen. Und da gibt's einen Reiter, Barb's Super World. Da könnt ihr die Level mal angucken. Und die sind echt richtig heftig. Da sind die Aufnahmen von mir auch, ich bin da auch nicht live. Die sind nachkommentiert, mehr oder weniger. Bei live kannst du da nichts sagen. Da musst du voll konzentriert sein. Nicht so wie Space Pig und die andere Super World, wo du daneben ja noch ein bisschen labern kannst. Da kannst du höchstens Gesichtsausdrücke machen, als hättest du kurz einen Schlaganfall. Das kannst du da machen. Das andere geht nicht mehr. Ist das gesagte Level ohne Checkpoints von mir, kannst du auch spielen? Komm, dann schauen wir uns das mal an. Das Baum-LP. Auch wenn du scheinbar nicht Leo bist, gucken wir uns das mal an. Wobei ich immer noch glaube, dass du Leo bist. Auch wenn du vorhin gestern mal gemeint hast, du bist irgendwie Lenny oder so. Lenny warst du, oder? Ich glaube eher, du bist Baum-Let's-Play. Du bist Leo. Baum-Let's-Play bist du auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mich aber beeilen, sonst rutscht der Code ins Nirvana. Da, RK. Kann jemand mal vorlesen, bitte? RKN. FK6. FK6. Jetzt kommt gleich ein Barb-Level. Ich spüre schon 4-3G. Mord Spinning Marathon. Ah, Gumbalu bist du. Du hast schon mehrmals Level eingereicht. Mir ist jetzt schon schwindelig. Das ist ja genauso ein hartes Level. Der hat 40 Versuche und kein Clear. Spielst du auch Zelda? Ja, ich liebe Zelda. Lyam. Ja, fast bin ich. Lyam. Was hätte ich denn machen sollen, Mann? Kannst du gleich diese Map spielen und mir zu zeigen, wie es geht? Können wir uns nachher mal angucken. Ich weiß gar nicht, kriegt man den so down? Da muss man ja im Springen, muss man den treffen, oder? Ich krieg den Schlüssel nicht. Wenn man den braucht, dann habe ich jetzt schon verloren. Nee, ich krieg den nicht. Muss ja ein perfektes Timing haben und Morten genau da zu treffen, wenn er gerade am Fliegen ist, oder? Leute. Gell, du bist live. Ja, ich bin live. Hallöchen. Neil, Nick, Will, Ruh. Servus, na, alles im Lot. Kann ich dich, wenn es okay ist, auf der Switch adden?
Ja, Freundschaftscode habe ich in irgendeinem Video mal gepostet, aber ich bin immer noch im Überlegen, wo ich das genau dann hinposten soll. Aber dieses Level spiele ich nicht. Das ist ja scheiße, wenn man da genau warten muss, bis Morten mal springt, um dann da drauf springen zu können, um hochzukommen. Und wenn das nicht macht, dann kriegt man den Key nicht und kann nicht weiterspielen. Ist doch blöd. Ja, 2B. 2B. 2BS. Also nichts Persönliches beim Let's Play, ne? Einfach, ich habe da einfach persönlich halt keine Lust drauf. Darf ich mir nicht übel nehmen. KRF. Aber ich habe schon andere Level von dir gesehen, die richtig gut waren, die mir auch gefallen haben. Aber das gehört definitiv nicht dazu. Das hast du mir, glaube ich, auch mal eingereicht gehabt. Dann habe ich es gespielt und habe gedacht, nee, das spiele ich nicht, das ist mir zu blöd. I got 100k clears. Here a free clear for you. Use pipe if flag doesn't work. Opa, free clear. Man kann ihn treffen, wenn er zur Shell wird und kurz hochspringt. Ja, genau, das weiß ich ja, aber da ja, das Timing, habe ich jetzt einfach keinen Bock, das Timing daraus zu suchen. Da ist eine Türe, aber die ist eingemäuert, da komme ich gar nicht ran. Nee, ist alles okay, okay, cool, Digga. Weil manche haben da ja immer Probleme, wenn man dann das Level kritisiert und sehen sich dann persönlich angegriffen, was ja kompletter Quatsch ist, Mann. Ist ja nur, dass man momentan halt keine Lust auf das Level hat, aber nichts, dass nichts Persönliches ist. Ein. Ah, da ist es fast geschafft, aber. Aber das ist ein geiles Prinzip, dass man sich da beeilen muss und da eine Schrift ist und da die Coins einsammeln muss. Das finde ich cool. Aber ich war halt zu schlecht, leider. Okay. Ich glaube, das war es, der P-Switch-Jump. Der hat es mir letztes Mal gekostet. Oh, shit. Ja, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Was haben wir hier noch? Reset. Ah, falls man nicht alle Coins bekommen hat, kann man hier resetten. Ja, dann ist der ultimativ easy. Und Max, die Dummheit. Danke für die Rose, Mann. Danke, danke für die Rose. Thanks. Warst du schon, oder? Das war schon, ja. Gutes Level. Richtig geiles Level, Mann. Der war echt, das war echt ein cooles Ding. Spiel mal das hier. Das Heere Anwalt Game. Ich kenne dieses Anwalt Game nicht, Leute. Ich kenne aber den Herr Anwalt, glaube ich. Ist das ein TikToker, ne? Der ist voll cool, finde ich. Den habe ich sogar abonniert. Den Herr Anwalt, wenn das der ist. Den finde ich so sympathisch. Der lispelt, glaube ich, ein bisschen, aber ich finde ihn so sympathisch, den Dude. Der ist so cool. Dieses Level hat auf jeden Fall wieder ein Kunstwerk verdient, so gut wie es war. Das ist ein bisschen dünn. Ein bisschen dicker. Machen wir das dick für den Digger. So. Dann können wir hier noch. Das ist jetzt nicht das, was, wonach es aussieht, Leute, ne? Warte, ich muss was anderes hinmalen. So. Jetzt sieht es ein bisschen nach was anderem aus. So. Schön. Schön, schön, schön. Ich glaube, so lasse ich das. Das ist schon mein. Das ist schon cool. Layers Legacy heißt der Herr Anwalt-Spiel. Layers Legacy habe ich noch nie gehört. Ist das ein Mobile Game? Nee, ich sehe immer noch das, was es nicht sein soll. Leute, ihr müsst euch auf das Gesicht konzentrieren. Nicht auf irgendwas. Schade, dass Bubas Army nicht hier ist im Chat. Der wäre jetzt perfekt geeignet für dieses Bild. Machen wir schnell weg. Nicht, dass TikTok mich noch sperrt wegen irgendwie sexuellen Content oder so. So, haben wir jetzt hier noch irgendeinen? Der Sebastian 1996 hat was gepostet. Da können wir doch mal gucken. Oder? Gucken wir uns die Schose mal an. WV. WV2. 278. 3DG. Gucken wir mal. Auf Switch.
Hey, Abend, viel Spaß heute, Samuel. Und Kamisato Ayaka. Hey, Ayaka, bist du der Kamisato Ayaka? Dann grüß dich, mein guter Freund, wenn du das bist, Mann. Bist du der Ayaka? Bist du der Streamer Ayaka? Bist du der Twitch-Streamer Ayaka, Kamisato Ayaka? Dann grüß dich, mein Lieber. Ich gucke immer als manchmal noch in deine Streams mal rein, wenn du das bist, Mann. Aber ich bin jetzt ruhig, nicht, dass du es nicht bist. Und ich hier schon wieder irgendeinen Scheißdreck labe. Cooper Sprünge. Okay. Kannst du danach bitte meinen Vorschlag spielen? Nee, haha, bin kein Streamer. Ah, schade. Ich kenne einen Kamisato Ayaka. Der liebt den Anime, ist das, glaube ich, hat er damals erzählt. Und deswegen nennt er sich halt so auf Twitch. Ein richtig cooler Dude, finde ich. Ah, jetzt wollte ich zu viel. Mag nur Ayaka gerne. Ja, das hat er mir auch erzählt. Genauso wie du. Ich kenne den Anime gar nicht. Warum kann man da einfach drüber heizen? Gucken wir mal. Ich nicht du, bitte. Wie alt bist du? Tja, wie alt schätze ich mich denn? Schade, Hold Right geht leider nicht. Das hätte ich mir gewünscht, das wäre cool. Wie alt denkst du denn, dass ich bin mit meiner Yoshi Cap? Die macht mich doch bestimmt 20 Jahre jünger, oder? Diese tolle Cappy. Kannst meine Map Mario Search für Diamond trotzdem noch hochladen, dass es mehr Leute sehen können? Kann auch den Level, oder du machst einfach nochmal ein Level und das spiele ich dann offscreen, weil ich spiele es nur entweder im Stream oder es kommt auf TikTok. Aber beides mache ich nicht, das geht auch gar nicht, weil das Format ja gar nicht passt. Weil ich will ja meine Controller-Cam mal zeigen und das Bild dann dritteln auf TikTok, wenn ich die Level hochlade. Auf YouTube gibt's alle Livestreams, findet ihr auf YouTube übrigens. Guckt doch mal bei Twitch vorbei und YouTube, Leute. Also könnt ihr mir gerne auch ein Follow droppen, falls TikTok eventuell irgendwann nicht mehr funktionieren sollte, weil sich Deutschland von China abkapselt oder so. Cooles Level. Hat noch jemand ein cooles Level für mich? Vielleicht. In der Zeit können wir Space Pig weitermachen. Anfang 30, 32. Ja, das hört sich doch schon sehr realistisch an. Ihr seid sehr klar in eurer Meinung und sehr klar in eurer Aussage und sehr realistisch vor allem und nicht keine Schleimer. Ich bin mittlerweile 34 Jahre alt. 34. Das heißt, ich habe vor knapp 30 Jahren mit Mario angefangen. Ich habe eins. Ja, Fahrtsniffer, dann hau mal raus. Dann gucken wir uns das mal an, ob wir spielen oder nicht. De. Closed. Die könnten wir auch gut mal speedrunnen. Die Super World, finde ich. Die ist echt gut geeignet. Die ist nämlich so gut gemacht. Das ist eine der tollsten, kreativsten Super Worlds, die es gibt irgendwie. Die ist so gut. Ach, schade, nicht erwischt. Getroffen. Und da muss man auch immer auf die Plattform auf. Der hat die Plattform abgerotzt, der Idiot. Ja, wenn das im Speedrun passiert, dann habe ich ja schon verloren, Mann. 36, Leute. Bist du 36? Fire Girl. Oder willst du mich mobben und machst du mich älter als ich? Ich bin erst 34, Mann. Dann schreib doch. Können wir mal zusammen Mario Maker spielen, wenn das geht? Oder Mario Kart? Kaizo? Ja, Mario Maker im Versus. Du weißt ja, wie Mario Maker ist, oder? Wenn du Mario Maker Multiplayer hast. Was das. Wie schön, diese Spiele Multiplayer zu spielen ist, wenn es nicht gerade Couch-Koop ist.
Okay, jetzt noch die zwei. Dann springen wir einfach mal elegant drüber. Okay, jetzt läuft der Goomba darüber auf den Notenblock und in dem Notenblock ist dann ein Key. Und dann kann ich mit dem Key in diese Key-Door hinein. Sehr kreativ, sehr cool. Sehr gut gemacht, dieses Level. So, jetzt kann der Mega-Koopa aufstehen, da macht's mir nichts aus. Sterbe, hahaha. Also ja, nein. Ja, ich würde sagen, wir können gern mal was Multiplayer-mäßiges machen. Hätte ich Bock zu, ja. Gerade Mario Kart bestimmt, aber ich habe Mario Kart nur auf der Wii U. Ich weiß nicht, ob das Cross hat. Mario Kart Crossplay mit Switch? Weil dann könnten wir es ja mal machen. Ayaka ist tatsächlich aus einem Spiel aus Genshin Impact. Dazu kommt aber auch bald ein Anime. Ah, okay. Ja, Ayaka ist diese Eistussi, die hatte ich auch bei Genshin Impact. Ich habe auch ein Jahr lang gegenshint, bis ich dann keinen Bock mehr hatte auf diese Daily Quests, die sich ein Jahr lang nicht wirklich unterschieden haben. Und wenn du ein Jahr die Dailies machst und die alle irgendwie in grün, gelb, blau, aber immer wieder derselbe Shit sind, ohne dass sie sich kreativ ein bisschen was anderes einfallen, dann habe ich da irgendwann keinen Bock. Welches Mikrofon benutzt du? Ich habe was selber gebaut. Oh, Mark. Ich hab was selber gebaut. Ich sag doch ganze Zeit den Code. Ah, du hast einen Code? Fahrtsniffer, wo ist der Code? Entschuldigung. Ich hab den Code nicht gesehen, aber hier schon wieder ein bisschen. Leute, ihr tippt hier nicht im Chat, als seid ihr nur 40 Leute. Ihr tippt hier im Chat, als seid ihr 500 Leute. Warte mal. Ja, jetzt soll ich. Willst du mich jetzt verarschen? Ich tipp doch den ganzen. Warte mal, haben wir da oben irgendwo? Ja, Fahrtsniffer, du bist ja auch so ein Fahrtsniffer-Mann. Okay. Ich warte, bis der Code kommt, Digga. Ich sah ihn nie. Okay. So, gucken wir das Ding mal an. Ah, da muss ich dann auf den, das vergesse ich immer wieder. Aha, als ob keiner sah den Code. Ich habe nur seinen Chat gelesen und dann hat er gemeint, hier, spiel doch meinen Code, ich poste ihn doch schon zum tausendsten Mal. Und dann tat mir der Dude leid. Aber so wie es halt so oft ist, da wisch halt mal wieder verarscht. Ah, da muss ich ankicken und dann nochmal drauf, glaube ich. Also ich habe keinen Code gesehen. Aber wenn du ein hast, Herr und von und zu Fahrtsniffer, dann könntest du den gerne mal posten. Dann gucken wir uns das Level mal an. Kriegt wahrscheinlich einen sehr positiven Feedback. Spin Jump musst du machen. Oh, kann ich es noch saven? Wahrscheinlich nicht. Halt, Herr Steinblock, ich bin noch nicht fertig. Schade. Ich schreibe ihn in dein letztes Video. Ja, schreib ihn einfach irgendwo rein. Wenn du einen hast. Wenn nicht, schau, okay. Ist hier kein Muss. Hier muss niemand einen Levelcode senden. Superworld ist einfach klasse. Anders kann man es nicht sagen. Richtig klasse, das Level. Richtig cool. Das wird der Filter von TikTok sein. Irgendwas passt dann den mal wieder nicht. Ich bin jetzt, glaube ich, gerade gar nicht im Kontext bei euch drin, Leute. Aber eben, wenn ihr irgendwelche Levelcodes habt oder so, gerne immer in Kommentare, in Chat, einfach mal reinballern.
Amphibious Asskind. Ah, das geht dann wieder auf die. Okay, alles klar. Also er hat irgendwo scheinbar einen Levelcode reingeschrieben. Dann gucken wir den irgendwann mal an, wenn wir mal Zeit haben. Welchen Leben? Den nehmen wir auch mit. Hier müssen wir dann ein bisschen Gas geben. Ja, die Dame ist schon gefährlich nah, leider. Das war close. Hören Sie. Auch noch wegmachen, sonst kommen wir da nicht durch. Und da haben wir schon wieder das Grinsesmiley von ihm. Richtig gut gemacht, das Level, Mann. Richtig cool. TikTok filtert die Kommentare im Chat, wenn irgendwie was nicht passt. Okay, krass. Ich wundere mich generell, Leute. Hier im Chat seid ihr immer total am Tippen. Und bei meinen Videos in den Kommentaren, das sieht man dann einmal, wo einer schreibt, Erster. Könnte auch eigentlich hinschreiben, Erster und Letzter. Weil da schreibt niemand was, komischerweise. Aber ich will jetzt auch nicht in jedem Video irgendwie eine Frage stellen an den Chat oder an die Zuschauer. Hey, sagt mir mal bla bla bla. Aber ihr könnt da ruhig auch mal ein bisschen was schreiben, wenn ihr wollt, ne? Euch reißt niemand den Kopf ab. Ihr könnt auch ruhig sein. Also ihr könnt auch so weitermachen, aber ich sag mal so, es wäre halt schon cool, wenn ein paar Mal da was reinballern. Weil ich schreibe da nichts rein. Ich mach da auch nichts Fake-mäßiges rein, Leute. Wenn, dann muss es von euch kommen. Okay. Hätte ich nicht mehr retten können. Guck mal in dein letztes Video. Ja, mache ich nach dem Stream. Bin wieder da, war im Schwimmbad mit meinem Kumpel. Geil, bei dem Wetter. Ist aber ziemlich kalt, oder, Digga? Warst du im Schwimmbad Eislaufen, oder? Oder was hast du im Schwimmbad gemacht? Warst du im Wasser? Warst du baden? War dir zu warm bei dem Wetter? Hat bei euch Sonne geschienen? Wohnst du im Süden? Wohnst du in der Sahara, oder? So viele Fragen, wenn du mir sagst, du warst im Schwimmbad. Oder meinst du damit Hallenbad? Oder meinst du damit Therme? Therme sind geil, übrigens. Ups. Shit. Hallenbad, besser gesagt. Ah, okay. Na gut, dann macht ein bisschen mehr Sinn. Schwimmbad wäre ein bisschen kalt. Autsch. Okay, passt sogar. Woher kommst du? Ich komme aus Süddeutschland. Und woher kommst du? Kommst du auch aus Süddeutschland oder kommst du aus Norddeutschland? Ich feiere damit, hab wegen dir auch angefangen zu spielen. Genshin Trade. Genieße es. Und Steven Fischer, schön, dass du auch mal wieder da bist. Und danke für die 2 GGs. Eben, ich hoffe, du hast auch Spaß damit. Weil das ist schon Typsache, so ein bisschen Mario Maker. Ich finde das Spiel genial, aber es gibt auch viele, die hassen es. Und auch gerade die ganz großen Streamer, ich glaube, die hassen es richtig. Warum geht er nicht in die Pipe? Warum duckt er sich bei der Pipe, Mann? Könnte echt Pain in the Ass werden, das Speed zu run, wenn man es irgendwann. Ich wohne in Hannover. Cool, schön. Cool, cool. Eine Ex-Freundin von mir, warte mal, Hannover, nee, Bielefeld war das eher. Hiddenhausen, weiß nicht, ob du das kennst, aber ist ja auch irgendwo da oben. Glaube ich. Stand nicht auch irgendwo Paderborn dann? Stand nicht auch irgendwo da Paderborn? Oder bin ich jetzt komplett verkehrt? Ja, Bossfight ist echt richtig. Also generell alle Bossfights sind sehr kreativ, aber auch ziemlich schwierig, finde ich. Da muss man mal noch eine gute Taktik für den rauskriegen. Ich weiß nicht, ob man den One-Cycle sogar machen kann, vielleicht. So, mal gucken. Und sorry Leute, dass ich da jetzt nicht so wieder ständig den Chat lesen. Ich probiere echt relativ viel zu lesen und auch auf euch einzugehen, aber ich muss halt auch nebenher ein bisschen was spielen, ne? Ja, nicht nur lesen.
Ist das nicht die letzte Superworld wie letztes Mal? Mir kommt das so bekannt vor. Das Spacepix Superworld, ja. Die haben wir jetzt nochmal reingeballert, weil eben, ich habe jetzt vorhin eine andere Superworld noch gespielt, die ist abgeschlossen. Dann haben wir 2, 3 Viewer-Level gespielt und jetzt haben wir nichts mehr. Und dann machen wir das obligatorische Spacepix Superworld. Ich gehe meiner Mutter gerade beim Kochen helfen und danach noch für NHK. Okay, dann viel Spaß beim Kochen helfen. Ich hoffe, es gibt was Feines. Digga. Hat was zwischen Pfälzer und Hanseate wahrscheinlich. Hast du dir mein Level angeschaut? Yeah. Oh, das ist ein guter Einwand. Weil das haben wir ja letztes Mal eigentlich im Livestream abgebrochen, weil es zu schwer war. Aber das könnten wir doch mal gucken. Für Klassenarbeit üben. Ah, okay. Ich hoffe, die ist da noch irgendwo. Es muss irgendwas sein, wo, glaube ich, keinen Like bekommen habe, weil eigentlich gibt es nur ein Like, wenn ich es abgeschlossen habe. Tim Tendo. El Burrito. Beetlejump? Achso, nee, da bin ich ja komplett falsch. Ich muss ja bei gespielte Level, nicht bei Weltrekord. Spielst du gerne Kaizo-Level? Ja, ab und zu, aber jetzt nicht im Livestream, weil ich finde, es macht keinen Sinn, ein Kaizo-Level im Livestream zu zeigen, wenn man da sowieso nur stirbt, sag ich mal, ne? Weil es gibt keinen Mario-Spieler, der ein Kaizo-Level First Try macht. Nicht mal Pepanga. Die sterben immer irgendwo. Ich finde, es macht dann keinen Sinn, daran das live zu streamen. Run Mario Hardcore war das, ne? Das Level ist auch echt direkt aus der Hölle, aber wir machen es nochmal. Wer ist einer von den aktivsten Zuschauern? Es gibt mittlerweile echt schon eine Handvoll Zuschauer, die immer mal wieder reinschauen. Ah, das war der Sprung am Anfang, der so Banane war. Der hat mich, glaube ich, abgefuckt und da habe ich irgendwann gesagt, nee. Und dann auch schnell den Paul loslassen. Also dieses Level ist echt noch ein bisschen heftiger, Mann. Also ich gebe dem jetzt 20 Versuche und wenn ich es dann nicht schaffe, gehe ich wieder zu Spacepix zurück. Den musst du nicht machen. Ja, aber dann muss ich da warten, oder? Dann, weil auf Warten habe ich auch keinen Bock. Ich warte da nicht jedes Mal, weil man kann den machen. Und Leon das Kätzchen, hallo. Na, alles im Lot bei dir. Jetzt habe ich meinen Power einfach liegen gelassen. Hast mehr Zeit. Ja, aber ich bin doch nicht hier, um ewig zu warten. Weil der Sprung, der fuckt mich ab. Und es fuckt mich noch mehr ab, wenn ich da dann warten muss. Ja, also, ich habe es nochmal probiert, aber ich mache es vielleicht mal offscreen. Das steht jetzt dann auch wieder ganz oben. Also ich schaue es mir vielleicht offscreen mal an, aber im Stream macht es keinen Sinn. Das ist mehr Todesorgie, als dass es wirklich Spaß macht, das zuzuschauen wahrscheinlich. HG326NSG. Was soll man das heißen, Markmann? Hallöchen, Leon. Ich bekomme bei Endlos Horizon die ganze Zeit irgendwelche unkreativen Level mit Gegner-Spam. Dann musst du die nehmen, musst du buhen und dann ist der Algorithmus schon ein bisschen anders. Nintendo wählt den Algorithmus so, dass er die Level gibt, die du gut findest eigentlich. Irgendwann musst du es halt immer buhen und immer liken, wenn du eins magst. Also das ist halt, ja, das muss man halt machen. Ups. Okay, aber danke fürs Spielen, weiß selber, dass der Sprung gemein ist. Ja, das gehört ja auch mit dazu. Und ich meine, wenn man offscreen und nicht irgendwie 30 Zuschauer da hat, dann kann man das auch gern mal spielen, aber ja, mit Zuschauern, die haben da keinen Spaß dran, glaube ich. Da jetzt dann zuzusehen, bis der Spieler irgendwann mal das Level schafft. Ist ja schon bei Spacepix Superworld eigentlich übel. Und Jonas Hefele, na, wie geht's deinem Opi, deinem 76-Jährigen?
Alles im Lot bei dem. Kann ich das noch retten? Bin ich noch zu retten? Ich bin noch zu retten. Ist ja brutal. Ist ja cool. Okay. Schade. Ich würde dir zuschauen. Tunnel mal. Servus. Ja. Ja, ich kann das Level auch mal offscreen machen oder so. Dem geht's super. Cool. Sag schon mal wieder Gruß. Wie geht's dir? Auch alles im Lot. Ich guck mir das Level auf jeden Fall mal an, weil es hat schon Style gehabt. Also die Pause so schnell zu schmeißen war schon geil. Ich würde jetzt die Zuschauer nicht damit langweilen, da ständig immer zu sterben in dem Level. Das muss nicht sein. Ah, der Sprung ist auch immer ein bisschen, da muss ein bisschen zackiger unterwegs, ein bisschen schneller sein. Ich habe da noch ein gutes Level von Barb. Cleo, Sophie. Das Level von Barb zufällig, dieses tolle Level. Ja, mir geht's auch sehr gut. Das freut mich. Ich bin einfach zu lahm. Aber ich bin jetzt auch nach 2 Stunden Stream schon wieder ein bisschen mürbe im Kopf. Nee, nicht von Barb. Okay. Ja dann, Levelcode. Kannst du gerne mal Levelcode posten? So, bitte Bombe. Wie ging Horizon aus? Nicht gut, sagen wir es mal so. Also Horizon wird nicht mehr gestreamt, sag ich mal. Ich glaube, das ist schwieriger, die Spring da oben zu platzieren, als einfach den Muncher damit wegzudödeln. Ah, das war ein Devilcode. Ah, okay. AG, aber ich hab's nicht gecheckt gehabt. Okay, alles gut. Ich hab gedacht, was schreibt denn der? HG326B NSG? Ist das irgendwie vom Geheimdienst irgendeine krasse Nachricht oder will mich da jemand töten oder? Aber jetzt ist das ein Levelcode. HG326B NSG. Up. Entschuldige, ich meinte Mario Maker 3. Breadman, das ist ja auch mal ein geiler Name, Mann. Der Brotmann. Der Bäcker praktisch. Nee, es ging nicht gut aus. Also Horizon wird eben nicht mehr gestreamt. Ist auch zu langweilig, glaube ich. Irgendwie. Das ist ja echt ein kreatives Level. Cool. Cool. Ah, das hat Spaß gemacht, das war richtig cool. Mich, ob man da den Weltrekord schafft. Müssen wieder ein bisschen malen. Ich spüre eine kreative Ader in mir, die sagt, male ein Bild. Was wird das wohl werden? Das ist die große Frage. Sieht super aus. Jetzt kocht Opa gerade Leberknödelsuppe. Ich habe noch nie irgendeine Knödelsuppe gegessen. Aber ich habe gerade erst vor kurzem habe ich eine Kartoffelnudelsuppe gegessen. Die war voll lecker. So, haben wir sonst noch einen Levelcode?
Ah, Böki, Hallöchen, Böki, na, alles im Lot bei dir. Auch schon lange nichts mehr gesehen. Der Böki. Der hat auch immer gute Level mit am Start. Don't look left oder so. Oder don't look behind oder was, glaube ich. Das war echt ein gutes Ding. Ich habe ein paar Tries gekostet, aber das war cool. Das schmeckt sehr lecker. Muss ich mal probieren. Okay, kein Clear. Okay, also ich kann 5 große Coins finden und 3 Leben. Gucken wir mal, ob wir das auch finden. Ja. Wieder ein Mario Maker Profi auf jeden Fall. Cool. Geht die Lava hoch? Nee. Cool. Aber ich muss noch Coins finden und 3 Leben. Coole Indicator. Dass man weiß, wo diese da unten erscheinen. Da haben wir schon Coins. Aber keine Clear Condition. Keine Clear Condition soweit. Oder haben wir ein Secret? Noch ein Coin? Da haben wir ein Leben. Ich brauche irgendwo noch ein P-Switch. Irgendwo muss ein P-Switch zu finden sein. Der Jump ist nicht einfach. Der Jump ist nicht einfach. Vor allem, ich muss immer zwischenspringen, dass der obere Donut nicht weggeht. Aber ein bisschen mehr Schwung. Okay, schön. Jawohl. Okay. Checkpoint, sehr gut. Verstehe, was du von mir willst. Da haben wir den P-Switch, den wir eigentlich brauchen. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich den da hochkriege, irgendwie. Jawohl. Okay, cool. Dann haben wir den auch hoch bekommen. Habe ich ein bisschen mehr Zeit für die Schose hier. Das war schon alles, oder? Okay, was haben wir hier jetzt noch? Crusht mich das? Ich brauche den P-Switch bis da hinten hin? Respawnt der? Von den soliden ist einfacher. Manuel heißt Katz Menschen. Leon das Kätzchen hat schon wie ich. Sorry Leute, ich habe den Anschluss schon wieder komplett verloren. Tut mir echt leid, Mann. Aber ich kann nicht immer alles lesen. Auch wenn ihr hier so fleißig immer alles reinballert in Chat, Mann. Aber ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht richtig lesen alles. Du hattest den auf die Donuts werfen sollen. Den P-Switch. Ah, danke, Mann. Das ist natürlich einfacher. Ich hab grad schon gedacht, alter Mann, nee, und das ist intended. Das ist eigentlich schon Experten-Stuff. Das können nicht viele da die Wein so hochkicken, das Ding. Und jetzt muss ich schnell sein, oder? Aber so schnell ist doch niemand, Mann. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was da drin war. Damn Jam. Okay, da könnte ich theoretisch durch. Weil dann mache ich hier einfach einen Max-Jump darüber mit dem P-Switch. Vielleicht klappt's ja.
Okay, das, ich muss zugeben, das war jetzt ein bisschen peinlich, Mann. Kann man Level auch mit dem Namen finden? Nee, leider nicht. Also eigentlich nur über die Level-ID. Ärgerlich. Ups. Ah, da kommt ja gleich dann noch einer. Aber zwei kriege ich nicht, ne? Ich frage mich, ob irgendwo noch ein Hidden P-Switch ist oder so. Muss es mir jetzt nochmal angucken. Ich weiß nichts. Also gut. Let's go. Shit. Respawnen die wieder? Oder habe ich meine Ruhe, wenn ich die einmal getriggert habe? Weil dann würde ich die erst... die resetten dann, ne? Und mit den Schanzen freimachen. Ich muss, glaube ich, einfach klein sein. Nicht zu viel spoilern, Mann. Ich will selber erkunden auch, ne, das Level. Weil gut ist auf jeden Fall. Es ist sehr mysteriös und das mag ich. Wenn ich nicht genau weiß, was da abgeht und wenn es gut gemacht ist. Weil dann nehme ich doch jetzt echt den kleinen. Mario, wenn ich jetzt mal Speed drauf krieg, so. Und dann husche mal da durch. Ciao. Weiß nicht, ob es so intended ist, aber es hat zumindest mal einigermaßen funktioniert. Das ist aber echt fies. Checkpoint wäre cool gewesen hier. Jetzt muss man die ganze Chose nochmal machen, aber jetzt weiß man, wie es geht. Oder wie es gehen könnte, sagen wir es mal so. Ob es intended ist von dir, weiß ich nicht, aber so funktioniert es für mich. Erstmal. Ja. Let's go. Den Mushroom könnte ich mitnehmen, wenn ich oben rumgehe. Okay, da haben wir ein Ding. Eine Türe noch? Checkpoint oder was? Du machst das kaputt, ne? Und dann muss ich springen und ducken. Ups. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Und da muss ich in die Türe rein, indem ich das nehme. Okay, alles klar. Und das Baumel-P, schön, dass du da warst, Mann. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich denke, das geht jetzt hier auch nicht. Ich glaube, ich mache jetzt nur noch das Level fertig und dann ist sowieso der Stream vorbei. Ich merke jetzt auch, dass es jetzt schon wieder langsam ein bisschen an die Substanz geht. So, also, ich nehme den Pilz mal und hoffe, dass ich da mit oben durchkomme. Nein, komme ich nicht. Shit. Ah, ich hätte den Pilz gern mal durchbekommen, weil ich glaube, der wird mir einiges ersparen. Ärgerlich. Aber ich glaube, die Snake. Die Snake respawnt, glaube ich. Muss ich halt den harten Jump nochmal machen. Komm schon. Jetzt sehe ich mal, ob die Snakes re... Da kann ich einfach so drüber springen. Kommen sie. Okay. Also die Spiel...
Respawn. Ah, ja, dann kann man das nutzen. Vielleicht kriege ich jetzt ein Progressive Power-Up. Das heißt, dass ich... Habe ich letztes Mal keinen? Ich habe doch da einen Pilz bekommen letztes Mal. Ah, okay. Also es bringt gar nichts praktisch. Ah, der hat einen Parachute. Okay, gut. Cool. Cool. Der letzte Sprung mal wieder verkackt, Mann. Was soll der Scheiß? Immer der letzte Sprung. Warum? Warum? Ärgerlich. Ich glaube, ich muss einfach nur mich bücken dann nachher. Ups. Yeah. So. Darf ich den jetzt mal drücken, bitte? Danke. Ich hab's eilig, Digga. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um eine halbe Milliarde Jahre. Und Team Pocket, schön, dass du da warst, auf jeden Fall. Freut mich. Ich habe, bevor ich den Stream bin, noch 2 Stunden Mario gespielt. Alter Falter. Ich spiele auch schon wieder 2 Stunden Mario. Oh. Ich habe dich gerettet, mein P-Switch, sonst wärst du knallhart in die Lava gedödelt. Also wenn ihr jetzt ein Brummen hört, fährt gerade wieder ein Traktor bei mir im Haus vorbei. Eine sehr schöne Wohnlage. Ist immer schön Galama hier. Let's go! Das war schon wieder close. Schon wieder verbobbelt, dass der einen Parachute hat. Hab ich schon wieder vergessen. Cool. Checkpoint. Power up. Danke. Cooles Level soweit. Das muss ich dir echt lassen mal wieder. Ein richtig geiles Ding. Kim. Auch gerade das mit dem Timing hier finde ich richtig cool. Weil das habe ich komplett nicht auf der Kette, wann er die Dinger droppt. Vor allem verarscht er mich immer. Okay. Da hoch muss ich. Stehe. Checkpoint wäre jetzt mal wieder schön. Okay. Stehe. Der Sprung ist schwierig. Sehr gut. Okay, hier darf ich nicht runter, oder? Sonst muss ich resetten, oder was willst du mir damit sagen? Da ist ein Steinblocker. Okay. Checkpoint, danke dafür. Geiles Ding bisher, Mann. Richtig cooles Ding. Bossfight? Ja. Survival. Spin Jump wäre die bessere Lösung gewesen, Mann. Ja, die machen sich ja selber kaputt. Okay. 2 Schlüssel für. Kann ich da wieder rein? Und dann kann ich da wieder rein? Und dann kann ich da wieder rein? Und dann kann ich da wieder rein? Und bin dann wieder am Ende. Magic Trick. Juhu, cool. Richtig cooles Level, Mann. Böki mal wieder. Also von dir immer gern Level. Das war auch wieder ein absolutes Premium XXL Level. Richtig cool. Aber wenn ich am Anfang mich ein bisschen dumm angestellt habe, aber dann freut man sich immer am Ende, wenn man es dann geklärt bekommt, wenn man sich ein bisschen dumm anstellt. Cooles Level. Echt 1 mit Sternchen. Kann man auch mal malen. Eine 1.
Müssen wir aber mal noch eine andere Farbe dazu. Ich bin kein BVB-Fan. Oder so, ne, Leute. Ich bin kein BVB-Fan. Ich kritzel hier nur irgendein random Shit. Leute, das hat nichts mit irgendwelchen Präferenzen oder irgendwelchen Nachrichten zu tun. Es ist einfach nur wildes Rumgekritzle. So. Und dann brauchen wir hier noch der grüne Stern der Hoffnung. So, das ist der grüne Stern der Hoffnung, bitteschön. Zack. Eben richtig geiles Level mal wieder, Mann. Richtig cool. Komm, dann sieht es nicht so arg nach BVB aus. So. Zack. Ich frage mich, was derjenige denkt. Wenn er ohne den Kontext, Mann, so ein Bild sieht, der muss sich dann auch wundern, was ist das für ein Idiot. Bitteschön, mein Freund, viel Spaß mit dem Bild. Es war ja nicht direkt von dir, Böcki, oder? Oder war das direkt von dir? Weil dann weißt du, ah ja, es war direkt von dir. Okay, gut, dann weißt du, dann kennst du ja den Zusammenhang. Dann denkst du nicht, was ist das für ein Idiot. Oder vielleicht denkst du auch, aber dann kennst du mich wenigstens. A Legendary Lava Lollipop von Luna gespielt. Hat sie es geklärt bekommen? Das interessiert mich doch jetzt. Ich glaube, nein. Immer noch ein Clear. Aber hat mittlerweile 150 Versuche mehr. Also Leute, wenn hier irgendein Mario Maker Player dabei ist, der gut ist, der kann sich dieses Level mal... Kann mal gucken, ob er ein Clear drauf kriegt. Bisher hat es nur ein Mark cleared. Ich weiß nicht, ob das der Ben ist. Oder wer das ist. Auf jeden Fall, ich glaube, der guckt mir auch zu. Aber ich weiß nicht, wer dieser Mark ist. Leider. Danke auf jeden Fall. Und du hättest mit dem Schlangen, die mancher zerstören müssen, damit der Thromb... Ja, das ist ja egal. Ich habe es irgendwie geklärt bekommen. Luna Power 95. Nein, hat sie nicht. Probiere ich mal. Ah, okay, Sebastian, cool. Probier, mach dich mal ran, dass da mal eine 2 steht. Ich bin ja froh, dass überhaupt jemand geklärt hat. Weil er hat auch die Piranha Plant Platforming geklärt gehabt. Ich glaube, da gibt es 3 Clears. Ja. Eben, da tun sich echt. Also es gibt professionelle Mario Maker Spieler, die meine Level spielen. Voll cool. Hätte ich nicht gedacht. Das ist eher was für ein bisschen leichtere Kost. Das Level kommt echt aus der Hölle. Barbs Level kommen aus der Hölle. Meine Level kommen aus dem Himmel. Mit den Trampolinen und dann ist er da eingesperrt und dann kann man über die Trampoline drüber. Du meinst die Passage mit den Snake Blocks und mit dem Steinblock, der nach links rüber fährt, oder mit den Springs drauf? Die habe ich irgendwie falsch gemacht. Kannst du nochmal den Code sagen? Für was? Für das Legendary Lava Lollipop oder für Bökis Welt? Ja, komm, ich zeig dir einfach mal beide. Ich tippe mal beide in Chat. Dann hast du RK8 R9G und 6SF. Bup. Ich meine, Schreibmaschine mal wieder genötigt. Da habe ich irgendwas falsch eingetippt. RK8 R, ups, das ist eine 9. Also Scharf S ist gleich... Gibt es noch eine Mathematikaufgabe für euch? 9. Pufft. Scharf S ist gleich 9. So, Leute. Und dann machen wir hier mal noch wieder. Die kann man auch mal noch zeigen. Gespielte Level. Das da. Da kann ich auch mal noch den Levelcode hier reinballern. CL68. Ups. CL6812B4G. Uft. Okay, cool. Das ist vom Böki. Das ist auch ein richtig geiles Level. Also das kann man sehr gut mal spielen. 6 Minuten Rekord. Oh, da machen wir noch schnell Rekord. Es gibt jetzt Essen. War echt cool hier. Bis dann. Und Chloe... Sophie, schön, dass du da warst. Und guten Hunger, guten Appetit.
Und bis zum nächsten Mal. Komm, da holen wir jetzt noch schnell den Weltrekord und dann ist sowieso was finito. Guck, ob wir den kriegen. In dem Level. Jetzt weiß man ja, was auf uns zukommt. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwo einen Hidden P-Switch oder so gibt. Ja, mit kleinen geht's sogar ein bisschen besser gefühlt. Ups. Der Sound auch immer, ey. Ach komm. Da gehen wir mit klein durch. Haben wir weniger Stress. War doch ein bisschen auch stressiger. Okay, dann gibt's jetzt einen Pilz hoffentlich gleich, bitte. Danke. Parachute anmachen. Kommen wir diesmal sogar mit dem Pilz durch. Das ist ja toll. Ah, nee, doch nicht. Zu früh gehofft. Okay. Checkpoint gab's da, glaube ich. Dann bald. Komm. Ja. Herrlich. Ups. Zum Glück hat mich das jetzt nicht gesoftlockt da oben. Hey, das fände ich nicht so cool. Klein kommt man hier sowieso besser durch. Ich hoffe jetzt nur, dass es bald mal einen Checkpoint gibt. Cool. Musik ist echt 10 von 10. Das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, hier mache ich irgendwas falsch, oder? Das kommt mir viel zu einfach vor. Ich hab's eilig. Ich muss da durch. Das ist ein Speedrun. Cool. Gucken, wie schnell wir waren. Richtig geiles Level, Ben, ja. Finde ich auch. Du bist ja auch ein Mario. Bist du Mark, Ben? Hast du meine Level geklärt bisher? Aber dann wärst du ja Ben und nicht Mark, oder? Also irgendein Mark hat meine Level geklärt. So, jetzt habe ich da auch den Rekord. Darf ich nochmal kommentieren? Ich darf doppelt kommentieren. Darf ich nochmal ein Bild mal? Oder hast du mein Bild gelöscht? Das fände ich aber nicht so. Oder bist du kein BVB-Fan? Machen wir diesmal ohne die Punkte für die Augen. Sonst sieht es immer ein bisschen dubios aus. Ich heiße genauso in Mario Maker. Auch Ben MTG. Okay, und Luca Mister. Miss, Mrs. Miss, Mister, Mister? Mister. Mister Luca hat ein Nice gesendet. Danke. Danke, Mann, für das Nice. Und Hakan Kok, ja, das, die Musik ist absolut 10 von 10, finde ich nämlich auch. Generell alles in Mario. Sowohl optisch, wie es mit Liebe gemacht ist, auch 10 von 10. Wie heißt du eigentlich in echt? Knödel. Aber ich habe gedacht, Knödel kann ich mich hier nicht nennen, sonst mobbt mich jeder. Deswegen lieber Semmelknödel, dann mobbt mich wahrscheinlich nicht jeder. Okay, gut, Leute, dann haben wir es für heute mal wieder geschafft. Irgendwie. War wieder echt ein richtig schöner Stream, Leute. Richtig Spaß gemacht. Hab wieder richtig schön eskaliert im Chat. Eben, Leute, ihr könnt gerne auch mal die TikToks kommentieren von mir. Gerne mal einen Kommentar da lassen, auch wenn er noch so simpel ist oder so einfach nur ein GG oder GG. Ben macht es ab und zu. Aber ja, eben, Leute, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt oder irgendwas, wenn euch irgendwas einfällt zu dem Video, einfach reinballern in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar. Da gibt's auch kein richtig und falsch. Es gibt nur, ich lösche und bann dich. Und sperr dich auf Ewigkeit, wenn es ein Scheiß-Kommentar ist. War cool, bis zum nächsten Mal. Danke, dass du diesen Content machst hier. Sieht man nur selten. Ich mach's gern auf jeden Fall. Geht er oft gerade? Ja, AlgenTV, das war's jetzt.
So was? Kann ich hier irgendwie im TikTok hosten? Weiß das jemand? Kann ich irgendjemandem die Zuschauer geben, die ich jetzt habe, die 30? Oder geht es nicht? Alle verabschieden sich. Ciao, tschüss. Tschüss, schönen Abend. Winke, winke. Ich kann irgendwie nie kommentieren und sehe auch nie welche. Es gibt da auch eben relativ wenig Kommentare. Also ich habe die Kommentare jetzt freigegeben. Ich habe sie mal deaktiviert gehabt für eine Zeit lang. Der Basti. Das ist der Basti. Wer ist der Basti von euch? Ah, das ist der Sebastian, 1996, glaube ich. Er hat es jetzt mal probiert. Bin ich mal gespannt. So, und alle, die jetzt gegangen sind, die verpassen jetzt, dass ich nochmal mein eigenes Level spiele. Nee, Quatsch. Also Leute, dann wünsche ich euch... Genau, hier ist ja das, 1969 Basti. Also Leute, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. War mir wie immer eine riesen Ehre. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut in die Haier später. Habt gute Laune, lasst euch nicht stressen von nix und dann sieht man sich im nächsten Video, nächsten Stream, nächsten was weiß ich eben auch immer. Freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal, Leute. Macht's gut, bis dann mal.